Sachverständige, hiermit eröffne ich die 12. Sitzung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe und begrüße Sie ganz herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung zum Thema Menschenrechte und Sport. Sehr herzlich begrüße ich zunächst unsere heutigen Sachverständigen. Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes. Jonas Burgheim, Präsident des Zentrums für Menschenrechte und Sport. Mary Harvey, Chief Executive Center for Sport and Human Rights. Maximilian Klein, Beauftragter für internationale Sportpolitik bei Athleten Deutschland. Denzel Michalski, Direktor Human Rights Watch Deutschland. Laila Mirzo, Journalistin, und Dr. Annette Niederfranke, Direktorin der Vertretung der Internationalen Arbeitsorganisation in Deutschland. Ich begrüße außerdem die Mitglieder des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe sowie die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ausschüssen, die im Saal oder zugeschaltet sind. Für alle, die als aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Interaktionssitzung sind, habe ich bitte zwei Hinweise. Bitte stellen Sie Ihre Mikrofone stumm, wenn Sie gerade nicht das Wort haben. Und nur wenn Sie stumm geschaltet sind, können Sie die Verdolmetschung hören. Ich begrüße ebenfalls die zugeschalteten Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter unter anderem der Deutsche Olympische Sportbund, der Deutsche Fußballbund, das Internationale Paralympische Komitee und UNICEF. Damit bin ich bei einem wichtigen Hinweis. Die Anhörung ist öffentlich. Sie wird zeitversetzt im Parlamentsfernsehen übertragen und über die Mediathek auf der Webseite des Deutschen Bundestages abrufbar sein. Von der Sitzung wird zudem ein Wortprotokoll angefertigt, das später auch auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht wird. Dort werden auch die Stellungnahmen der Sachverständigen veröffentlicht, sofern diese dem zugestimmt haben. Den Ausschussmitgliedern und den eingeladenen Ausschüssen sind diese bereits vorab zugegangen. Wie üblich bei Anhörungen möchte ich Sie um Ihr Einverständnis bitten, dass Abgeordnete anderer Ausschüsse hier heute ein Rede- und Fragerecht wie die Mitglieder des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe haben. Wer für Ihre Fraktionen fragt, darauf müssen Sie sich untereinander einigen. Zum Ablauf der Anhörung. Die Anhörung wird nach einem Verfahren ablaufen, das die Obleute des Ausschusses am 6. April 2022 vereinbart haben. Danach haben die Sachverständigen in alphabetischer Reihenfolge zunächst die Gelegenheit, ein Eingangsstatement von 3 Minuten zu halten. Daran schließt sich eine erste Frage- und Antwortrunde an. Darauf folgen weitere Runden. In jeder der Fragerunden werden die Fraktionen in einer feststehenden Reihenfolge aufgerufen, die einerseits dem Stärkeverhältnis und andererseits dem Wechsel zwischen Regierungs- und Oppositionsfraktionen entspricht. Jede Fraktion hat die Möglichkeit, eine beliebige Zahl von Fragen an bis zu 2 Sachverständige zu stellen. Für die Fragen, die auch von mehreren Abgeordneten einer Fraktion gestellt werden, steht ein Zeitkontingent von insgesamt 2 Minuten zur Verfügung. Jeder befragte Sachverständige hat für seine Antwort höchstens 4 Minuten Redezeit. Die Fragen der Abgeordneten einer Fraktion und die Antworten der Sachverständigen folgen unmittelbar aufeinander. Am Ende haben die Sachverständigen in einer Schlussrunde noch einmal die Möglichkeit, sich in 3 Minuten abschließend zu äußern. Die Redezeit wird Ihnen angezeigt. Dann hat jetzt zunächst Herr Beucher das Wort. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, liebe Sachverständige, ich bedanke mich auch im Namen des Deutschen Behindertensportverbandes und Paralympischen Komitee für Deutschland recht herzlich für die Einladung und darf sagen, dass ich sehr spannende und inhaltsreiche Stellungnahmen der Sachverständigen gelesen habe, was dafür spricht, dass dieses Thema nicht nur heute auf die Agenda war. Sie gestehen mir zu,
dass ich etwas verwundert sein darf, dass das parallel zum Sportausschuss stattfindet, weil das ja eine ursächliche Zielgruppe ist. Aktuell wissen Sie, dass wir eine besondere Herausforderung hatten, nicht nur auf Peking bezogen, dass die Olympischen und Paralympischen Spiele gerade mal zwei Monate her sind. Wir haben alle sichtbar erlebt, unter welchen Bedingungen die Paralympics ich werde mich zukünftig eben halt nur auf die Paralympics beziehen, in Peking abgelaufen sind. Und es hat eigentlich keiner treffender ausgedrückt, wenn Sie mir die saloppe Bemerkung erlauben, als ein olympischer Sportler, der sagte, das waren zwei Wochen Knast mit Freigang. Ich will Ihnen gerne meinen Aktionsradius veranschaulichen, den ich dort in Peking hatte. Permanente Videoüberwachung, unzählige, sehr hilfsbereite Volunteers und chinesische Staatsbürger. Und bis zum Erreichen meines Ziels, was in Regel die Wettkampfstätte war oder eine Fernsehstation oder eben in Peking selbst, das IPC, hatte man bis zu 5, 6 Überprüfungen. Ich habe scherzhaft gesagt, die Chinesen werden jetzt Jahrzehnte brauchen, bis sie diese ganzen Daten ausgewertet haben. Sehr bedrückend und sehr belastend war für uns vor unserer Abreise nach Peking, dass 24 Stunden dieser Überfall auf die Ukraine begonnen hatte. Und der hat dann eigentlich bis zur Eröffnungsfeier in einer Woche später stattfand, auch die ganze bedrückende Situation vor Ort noch potenziert zu dem, was live wir in China erlebt haben. Und wir kamen direkt bei der Eröffnungsrede von IPC-Präsident Parsons mit, wie jegliche Verbote von Solidaritätshinweisen für die bezüglich der ukrainischen Sportler ausgesprochen waren. Transparente wurden konfisziert und alle wurden von Sicherheitsbeamten auch beim Einmarsch ins Stadion begleitet. Und fast schon erwartbar kam die Rede von Parsons, denn der einen leidenschaftlichen Appell zur Ukraine brachte. Das kam im chinesischen Fernsehen nicht vor. Das Ganze wurde zeitversetzt gegeben und es war auch nur bedingt auf der englischen Übersetzung dort im Stadion zu sehen. Mir hat der Pressesprecher des IPC, Craig Spence, erzählt, dass sie alle öffentlichen Stellungnahmen vorher, bevor überhaupt ein Mikrofon eingeschaltet wurde, den Chinesen zu übergeben hatten und was kontrolliert worden war und mit ruppiger Art und Form sie auf Einhaltung von Regeln hingewiesen worden. Ich sage Paralympics, Olympische Spiele und haben durch die Anwesenheit dort auch schon gegen Menschenrechte verstoßen, indem es Aussiedlungen gegeben hatte, Leute ihre. Ja, ich habe sonst immer, hatte immer so eine Uhr laufen. Das ist sehr schwierig dann. Okay. Ach, ich bin schon im Minusbereich. Ja, das will ich nicht. Aber ich habe ja auch eigentlich nur Minussachen zu berichten, ne? Denn das war ja keine erfreuliche Veranstaltung. Kurzum will ich abschließend sagen, ohne Wenn und Aber, weder nach China noch in andere Länder wie Saudi-Arabien und Katar gehören Großveranstaltungen. Ich will aber auch jedem Menschen in Deutschland sagen, der sich darüber aufregt, dass das nach China vergeben worden ist. 2015 standen dem IOC 2 Bewerbungen zur Auswahl aus den demokratischen Ländern Kasachstan und China. Vielen Dank, weil es keine deutsche Bewerbung den Weg gefunden hat, die Zustimmung. Vielen Dank, Herr Beucher. Als nächstes hat das Wort Herr Burgheim. Herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Alt, sehr geehrte Ausschussmitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren.
Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, heute hier teilnehmen zu können an einer Sitzung zum Thema Menschenrechte und Sport, auch in der Breite. Menschenrechte, wissen Sie alle sehr gut, sind ja oft abstrakt, müssen mit Leben gefüllt werden. Aber das geschieht eben auch in jeglichen kleinen Momenten unseres Alltags. Und Eleanor Roosevelt hat mal als Mitverfasserin der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UN gesagt oder gefragt vielmehr, wo beginnen die universellen Menschenrechte, und dann ausgeführt, an ganz kleinen Orten, ganz in der Nähe, so nah und so klein, dass sie auf keiner Weltkarte zu sehen sind. Und dennoch sind sie die Welt jeder einzelnen Person, nämlich die Nachbarschaft, in der wir leben, die Schule oder Hochschule, die wir besuchen, die Fabrik, der Bauernhof oder das Büro, in dem wir arbeiten. Und ich finde, das bringt eigentlich die Komplexität und auch die Vielfalt der Menschenrechte gut auf den Punkt. Ihre Verwirklichung erfordert immer wieder neue und passgenaue Ansätze. Und dieser Herausforderung stehen wir auch im Sport gegenüber. Hier gelten grundlegende Menschenrechtsvorgaben ebenso wie in allen anderen Bereichen unserer Gesellschaft. Und es gibt auch hier, das wissen wir alle, kleine Orte ganz in der Nähe, nämlich die Laufbahn des Dorfvereins, die Umkleiden beim Sportunterricht, die Tribünen von Hallen und Stadien, die Treppen, die man nicht hochkommt im Schwimmbad oder andere. Aber es gibt hier eben mittlerweile auch viele kleine und auch größere Orte in der Ferne, mit denen wir direkt verbunden sind, nämlich den Stadionbau oder Sportartikel, Merchandising-Produktion, Zwangsräumungen bei Großevents, Sponsorenhandeln in aller Welt und vieles mehr. Mittlerweile spricht man in diesem Kontext oft von menschenrechtlichen Risiken. Sie gilt es gemäß der Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte zu identifizieren, zu mindern oder zu vermeiden. Und wichtig dabei ist immer, der Fokus liegt auf den Betroffenen von potenziellen Menschenrechtsverletzungen. Und das sollte auch im Sport der Fall sein. Menschenrechte und Sport ist keineswegs nur ein Thema für ferne Länder. Menschenrechtsverletzungen sind überall auf der Welt, existieren sie und geschehen sie. Und alle Staaten haben eine Verantwortung, Menschenrechte zu schützen. Seit 2011 mit den UNGPs, den erwähnten, besteht auch eine Pflicht zur Achtung der Menschenrechte durch Unternehmen. Immer klarer wird dabei, da brauchen wir auch rechtsverbindliche Vorgaben. In Deutschland wird zum 1. Januar 2023 das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Kraft treten und der Nationale Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte derzeit überarbeitet. Manko aber, beide Vorgaben erfassen nur ganz wenige Organisationen des Sports. Insgesamt versteht sich die Bundesrepublik aber als Wahrerin der Menschenrechte und sollte sich auch hierzulande stets für die Durchsetzung stark machen. Im besonders populären Gesellschaftsbereich des Sports ist das dringend geboten. Aus meiner und unserer Sicht, der organisierte Sport hinkt in großen Teilen allgemeinen Entwicklung zur menschenrechtlicher Sorgfalt nämlich hinterher. Wir, und das ist das gemeinnützige Zentrum für Menschenrechte und Sport e.V., dessen Präsident ich bin, setzen uns da als praxisgeleitete Fachorganisation in Deutschland für die Achtung und den Schutz von Menschenrechten im und durch den gesamten Sport ein und möchten das gerne mit Ihnen zusammentun. In diesem Sinne freue ich mich, Ihnen heute hier Rede und Antwort stehen zu können und danke Ihnen herzlich schon jetzt für die Aufmerksamkeit und die Einladung. Vielen Dank, Herr Burgheim. Frau Mary Harvey hat das Wort jetzt zum Statement. Vielen Dank. Guten Tag. Madam Chair, parliamentarians, and fellow experts. It's a privilege for me to be here today to represent the Center for Sport and Human Rights and to contribute to this important discussion. Many thanks for the invitation to participate. I'd like to start with three things. One, there are human rights harms happening in sport and sporting events. These include harms to migrant workers who are building stadiums, working in hotels, and other sectors. It's sexual abuse of athletes, and I applaud the initiative of the German government to pursue the establishment of a safe sport entity. It's racial abuse and discrimination. It's women not being allowed into stadiums in Iran, and restrictions on athlete voice and exercising their rights, including labor rights. And existing remedy mechanisms to handle these issues of human rights abuse in sport are not built for purpose. Second, sport is often held up as a social good. Certainly, the defense against the Super League, which we saw last year, was based on this idea. Sport bodies obtain government funding along these same lines. But for sport to maintain its social license, it must be responsible.
While businesses have had 10 years with UN guiding principles and have made much progress, including here in Germany, as a sector, sport is 10 years, if not more, behind in its work to embed respect for human rights into its activities. So there's much work to be done, and the UN guiding principles provide the framework to do this work. International human rights experts, among them John Ruggie, Prince Zayed, Raad al-Hussein, and Rachel Davis, among others, concur that sport has a responsibility to respect human rights under the UN guiding principles. They apply to sport. And finally, policymakers have a role to play, an important role in ensuring that sport is responsible sport, that sport respects human rights, which is why we're here today. My name is Mary Harvey. I'm the chief executive of the Center for Sport and Human Rights, based in Geneva. I spent 8 years as the Torfrau for the goalkeeper of the US women's national football team, and actually played in the DFB Endspiel in Berlin, nicht weit von hier, in 1990. Und wir haben gewonnen, ich habe ein Elfmeter gehalten, 2 Minuten vor Schluss. Also, the center was founded in 2018, and the key founders include key actors where international human rights are enshrined. The Office of the High Commissioner for Human Rights and the ILO. Our chair is Mary Robinson, the former UN High Commissioner for Human Rights, former President of Ireland, and the current chair of the Elders. We are over 60 entities, including civil society, trade unions, sports bodies, event organizers, top corporate sponsors and broadcasters, and governments. And among the governments that are part of the center, we are pleased that the German Ministry of the Interior has been an active participant since our founding. We are not an advocacy organization, nor do we run campaigns. We are an independent, multi-stakeholder initiative bringing together the ecosystem of sport, including those actors I just mentioned. We engage these actors to help sport be more responsible through education, capacity building, and through connecting these actors together. Thank you once again for this invitation, and I look forward to the conversation. Vielen Dank, Frau Harvey. Herr Maximilian Klein hat jetzt das Wort zu seinem Statement. Sehr geehrte Frau Vorsitzende Alt, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Athleten Deutschland bedankt sich im Namen der deutschen Kaderathletinnen und Athleten für die Einladung zur Teilnahme an der heutigen Anhörung. Athleten Deutschland ist eine der weltweit einzigen unabhängigen Athletenvertretungen. Bei uns sind derzeit rund 1.500 deutsche Kaderathletinnen und Athleten Mitglied. Die Athletinnen und Athleten im Spitzensport sind eine von mehreren Gruppen, die vielseitigen Menschenrechtsrisiken ausgesetzt sind. Auch in Deutschland sehen sie sich tagtäglich mit Strukturen und Regeln konfrontiert, die Risiken für ihre Menschenrechte bedeuten können. Ein Auszug: 37% haben schon einmal sexualisierte Gewalt erlebt, 87% psychische Gewalt, 29% körperliche Gewalt. Die Meinungsfreiheit von Athleten wird auf dem Podium bei den Spielen pauschal eingeschränkt. Ihre wirtschaftlichen Freiheiten und ihre Berufsfreiheit werden durch Beschränkungen bei der Selbstvermarktung beschnitten. Viele Kaderathleten haben keine Möglichkeit zu Kollektivverhandlungen. Ihre Vereinigungsfreiheit ist beschränkt. Es gibt arbeits- und sozialrechtliche Fragestellungen. Ihr Status als Arbeitnehmer ist teils ungeklärt. Von echter Gleichstellung zwischen Athletinnen und Athleten sind wir weit entfernt. Unsere Mitglieder berichten von rassistischen Übergriffen im Sport und dass Sportstrukturen damit keinen angemessenen Umgang finden. Die Unabhängigkeit und menschenrechtliche Kompetenz der internationalen Sportschiedsgerichtsbarkeit ist fragwürdig. Sehr geehrte Damen und Herren, Athletinnen und Athleten sind Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Sie haben wie alle anderen auch Grundrechte und Menschenrechte, sind im Sport aber vielseitigen Menschenrechtsrisiken ausgesetzt. In Deutschland sind deshalb strategische Bemühungen von Sportverbänden und staatlichen Stellen vonnöten, um grundlegende Rechte von Athletinnen und Athleten zu verwirklichen und um wirksam mit Menschenrechtsrisiken umzugehen. Erstens, es braucht also eine schlüssige Gesamtstrategie zum Schutz und für die Verwirklichung von Menschenrechten im Sport und Spitzensport. Grundlage hierfür sollten die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sein. Es ist etablierter Konsens, dass die Leitprinzipien auch Anwendung auf den Sport und seine Verbände finden. Daraus ergibt sich für die Verbände, auch für die Deutschen, die Verantwortung zur Erfüllung von menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten.
Auf dieser Basis sollten sich sowohl Sportverbände als auch staatliche Stellen mit einer umfassenden Agenda für die Verwirklichung der Menschenrechte im Sport einsetzen, in Deutschland. Der DOSB und die deutliche Mehrheit der Verbände lassen dezidierte Menschenrechtsstrategien bisher vermissen, so wie das im internationalen Raum auch der Fall ist. Im Bereich des Spitzensports bedarf es Risikoanalysen und der Überprüfung bestehender Strukturen und Regeln. Mit diesem Menschenrechtscheck können bestehende Menschenrechtsrisiken erfasst und Handlungsbedarfe abgeleitet werden. Ein integrer, wertebasierter und damit förderwürdiger Sport muss auf der Achtung der Menschenrechte fußen. Staatliche Fördergelder sollten daher an die Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten geknüpft werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Klein. Nächste Wortmeldung zu Statement kommt von Herrn Wenzel Michalski. Bitte schön, Herr Michalski. Okay, ich probiere es hier so. Also erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir begrüßen sehr Ihre Bereitschaft, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und wir hoffen, in Zukunft mit Ihnen eng zusammenzuarbeiten, auch übrigens mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Sportausschuss, damit Sie Ihre politische Macht, die Sie als Abgeordnete haben, einsetzen können und den finanziellen Hebel, den es gibt, nämlich der Spitzensport wird ja finanziell gefördert, um Menschenrechte einzufordern und damit die Menschenrechte auch innerhalb des Sports umgesetzt werden. Dem Versagen und dem Widerstand der großen Sportverbände wie FIFA und IOC und deren Anführer, Präsidenten, steht eigentlich eine ziemlich unkomplizierte Handhabung gegenüber. Ich denke, alle Parteien, egal ob links, ob rechts, ob Mitte oder wie auch immer, können dem zustimmen, dass Menschenrechte und Sport zusammengehören und dass durch Sportveranstaltungen in Ländern, in denen Menschenrechte mit Füßen getreten werden, eben auch dazu beitragen und zur Reinwaschung dieser Regime. Wir haben schon mit Kolleginnen und Kollegen von Ihnen gesprochen in den USA, in Japan und in anderen Ländern. Und auch dort war es der Fall, dass das eben parteiübergreifend ein Konsens war, dass das angegangen werden muss, dieses Thema. Die gute Nachricht ist, man braucht keine neuen komplizierten Gesetze und Richtlinien. Sie gibt es alle schon. Es sind zum Beispiel die UN Guiding Principles für Wirtschaft und Menschenrechte, die auch für Sportverbände gelten. Das ist eine gute Handreichung, eine gute Gebrauchsanweisung, um eben auch Sportfunktionäre davon zu überzeugen, Menschenrechte umzusetzen. Das Problem ist hier Bad Governance, also die Weigerung von den Präsidenten und Anführern der Sportverbände, Human Rights Background Checks zum Beispiel zu unternehmen oder überhaupt das Thema ernst zu nehmen. Wir haben eine große Hoffnung, die sich auch schon immer wieder bestätigt hat, nämlich dort, wo wir als Menschenrechtsorganisation Druck ausgeübt haben, zum Beispiel, wenn in Katar Bauarbeiter nicht bezahlt worden sind, wurden die daraufhin bezahlt. Das heißt, unsere Erfahrung ist, Druck hat geholfen und wir bitten Sie und fordern Sie auf, auch entsprechenden Druck auszuüben und uns als Zivilgesellschaft zur Seite zu stehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Michalski. Als Nächste hat das Wort Frau Mirzo. Bitte schön, Frau Mirzo. Ja, vielen Dank für die Einladung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Sport trägt eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, national und international. Die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft an Katar konterkariert aber alles, wofür der Sport steht, nämlich Fairness und Chancengleichheit. Die Menschenrechtsverletzungen, die von Amnesty International oder den Vereinten Nationen angeprangert worden sind, wurden vom Deutschen Fußballbund in den Wind geschlagen. Der DFB macht sich damit zum willfährigen Steigbügelhalter des totalitären Regimes in Katar.
Verheerende Sicherheitszustände auf den Baustellen, der Fußballstadien, die Unterdrückung der Meinungsfreiheit, ein auf der Scharia basierendes Rechtssystem und die Nähe zu islamischen Terrororganisationen sind nur ein Abriss der Barbarei hinter der funkelnden Hightech-Fassade des Emirats. Das autokratische Katar ist streng islamisch geführt und die Scharia bildet eben das Fundament des Rechtssystems. Hinter der Skyline von Doha verbirgt sich ein zivilisatorisches Mittelalter, kann man sagen. Zwar gewährt Katar Religionsfreiheit für andere Angehörige anderer Religionen, aber für Muslime im eigenen Land gilt im Falle des Abfalls vom Glauben eben formal sogar die Todesstrafe. Auch für Homosexuelle ist es gefährlich, sich in Katar offen zu ihrer Neigung, zu ihrer Liebe zu bekennen. Im katarischen Strafrechtssystem fängt es bei Inhaftierung an bis zu körperlicher Bestrafung und formal eben auch die Todesstrafe. Auch für vergewaltigte Frauen, und es spielt natürlich eine Rolle für die Sportlerinnen, die in der Zeit dort sind, und die Gästinnen, die in der Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft dort zugegen sind, die eben Opfer von sexueller Gewalt werden, ist es nämlich so, dass eine Frau erst beweisen muss, dass sie vergewaltigt worden ist. Und dafür braucht sie 4 männliche Zeugen, die kaum jemand anführen kann. Wenn sie das nicht kann und bringt die Anzeige zur Polizei, dann kann sie wegen außerehelichen Sex bestraft werden und kommt ins Gefängnis. Und war die Frau verheiratet, dann gilt es sogar als Ehebruch und kann formal auch wieder mit der Todesstrafe belangt werden. Wir dürfen auch die Verantwortung nicht bei den Sportlern überlassen. Also da darf sich die Politik nicht aus der Verantwortung nehmen. Ein Sportler trainiert sein Leben lang oder jahrelang für seinen Einsatz. Und die Politik muss im Vorfeld schon beim Vergabeverfahren die Verantwortung übernehmen und nicht die Verantwortung den Sportlern eben überlassen. Und es darf eben auch kein Doppelstandard im Umgang mit Menschenrechtsverletzungen geben. Und es darf keinen Unterschied zwischen Menschenrechtsverletzungen im Iran, in der Ukraine oder eben in Katar geben. Und die allgemeine Erklärung der Menschenrechte muss der Kompass aller sein, auch der islamischen Länder. Und niemand, keine einzelne Person, auch kein Staat darf sich daraus rauskaufen dürfen, wie wir es eben hier in Katar erleben. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Mirzo. Als Nächste hat das Wort Frau Dr. Niederfranke. Vielen Dank, Frau Vorsitzende Alt, verehrte Mitglieder des Bundestages. Ich danke Ihnen für die Einladung zu dieser Anhörung und die Einbeziehung der Internationalen Arbeitsorganisation. Im Sportsektor, insbesondere bei Großsportveranstaltungen, sehen wir Menschenrechtsverletzungen auf breiter Front. Sie betreffen Athletinnen selbst und darüber hinaus einen weiten Kreis von Beschäftigten im Service oder der Hotellerie, in der Bau- und Logistikbranche. Was sind wirksame Kriterien für die Vergabe und Durchführung von Sportgroßveranstaltungen zur Wahrung der Menschenrechte? Das ist die Frage, um die es geht. Die Umsetzung von Menschenrechten ist in erster Instanz Aufgabe von Staaten. Infolgedessen sollte jegliche Förderung von Sportverbänden und Sportgroßveranstaltungen durch die öffentliche Hand an verpflichtende Regeln über die Einhaltung von Menschenrechten bei Vergabe und Durchführung geknüpft sein. Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind Leitplanken. Sie stützen sich auf verbindliche völkerrechtliche Verträge wie die ILO-Kernarbeitsnormen im Rang von Menschenrechten, Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit als Beispiel, Verbot von Diskriminierung jeglicher Art. Vor der Vergabe sind Risikoanalysen als Teil der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten durchzuführen, und bei Defiziten ist festzulegen, wie die Situation von Beschäftigten verbessert werden kann. Ferner wäre zu prüfen, inwieweit der Anwendungsbereich der Sorgfaltspflichtengesetze auf den Sport ausgeweitet werden kann. Eine gesetzlich vorgeschriebene Sorgfaltspflicht wäre neben den Vergabekriterien ein weiterer wichtiger Hebel, den Sie als Parlamentarierinnen und Parlamentarier maßgeblich beeinflussen können. Auch Menschenrechtsverletzungen bei Athletinnen gehören in den Fokus. Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, Gewalt, Verletzung des Verbots von Kinderarbeit. Dies trifft die Sorgfaltspflicht innerhalb des Sports.
mit Verpflichtung zu Transparenz, Schutzkonzepten, unabhängigen Beauftragten und klaren Regeln bei Verstößen. Ich möchte zum Abschluss einen Blick auf Katar werfen, schon häufig genannt, und zwar in etwas anderem. Die mediale Aufmerksamkeit, die Befassung des Europäischen Parlaments gepaart mit Rügen, auch von der ILO, haben ein Momentum geschaffen, aus dem heraus die katarische Regierung tiefgreifende Arbeitsmarktreformen begonnen hat. Ich sage begonnen. Dies unter laufender Begleitung der Internationalen Arbeitsorganisation, besonders vor Ort, seit 2018. Neue Sicherheitsstandards wurden etabliert, Mindestlohn ausgeweitet, Arbeitsschutz eingeführt und ein Inspektionssystem gestartet. Und die wohl tiefgreifendste Veränderung ist die Abschaffung des Kafala-Systems. Das ist keine Frage, es ist ein Start von Reformen. Aber erste Schritte sind gemacht und dahinter dürfen wir nicht zurück. Letzter Satz. Nur verpflichtende Prozesse gewährleisten die Einhaltung von Menschenrechten. So können Olympische Spiele, Weltmeisterschaften wieder zu Ereignissen werden, die für Völkerverständigung und Toleranz stehen und gleichzeitig Fortschritte in Ländern anstoßen zur Einhaltung von Menschenrechten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Niederfranke. Wir beginnen jetzt mit der ersten Frage- und Antwortrunde. Ich bitte um Ihre Wortmeldungen. Für die SPD hat die erste Wortmeldung Herr Schwabe. Ja, Frau Volzner, vielen Dank an alle Sachverständigen für die wichtigen Ausführungen. Und ich will ein bisschen die Sorge nehmen, Friedhelm Julius Beucher. Also wir versuchen das auch mit den Sportlerinnen und Sportlern bei uns und den Kolleginnen und Kollegen abzustimmen. Wir haben da manchmal vielleicht ein bisschen einen unterschiedlichen Slang oder so. Aber im Grunde genommen am Ende ist uns schon völlig klar, das geht nur gemeinsam. Und das Ziel am Ende ist ja auch, Sportereignisse nicht zu verunmöglichen, sondern sie eben möglich zu machen und auch dafür zu sorgen, dass es eine Akzeptanz zum Beispiel auch hier in Deutschland gibt für Großereignisse, wo ich durchaus dafür wäre, als jemand, der zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet kommt. Aber dafür ist eben noch eine weite Strecke zu gehen. Ich will gerne fragen Herrn Burgheim und Herrn Klein und vielleicht dieselben Fragen stellen. Das eine ist die Frage, wie weit arbeiten Sie eigentlich mit den Sportspitzenverbänden zusammen? Empfinden die das als hilfreich, dass sie da sind? Gibt es da eine Entwicklung oder ist das eher schwierig? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist die Frage nach dem Staat. Sie haben das Lieferkettengesetz zum Teil angesprochen, dass wir die Wirtschaft mehr oder weniger verpflichten, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten einzuhalten. Wie sehen Sie das beim Sport? Müsste es dort klarere, auch gesetzliche Vorgaben geben? Oder was kann der Staat sonst tun? Drittens ist die Frage in der Tat der Olympischen Spiele. Wir hatten ja nicht nur in China und in Russland die Spiele. Wir hatten auch zwischendurch so Unterarten der Olympischen Spiele in Aserbaidschan und in Belarus. Was muss aus Ihrer Sicht geschehen, damit eben solche Spiele in Staaten wieder stattfinden können, wo eben solche menschenrechtlichen Probleme nicht da sind? Und vielleicht eine letzte Frage. Sie haben die Menschenrechtslage von Athletinnen und Athleten angesprochen. Was tun die Sportverbände aus Ihrer Sicht, um gegen Rassismus, Sexismus und anderes vorzugehen? Oder was müssten Sie mehr tun? Vielen Dank. Die Frage war an Herrn Beucher gerichtet. An beide. Herr Burgheim. Ja, Herr Burgheim, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Das waren gleich viele Fragen. Vielen Dank für die. Genau, eine Minute für jede Frage. Ich lege direkt los. Wie weit arbeiten wir mit Sportspitzenverbänden zusammen, war eine Frage. Ist es so, dass wir als Zentrum für Menschenrechte und Sport einen Schwerpunkt darin sehen, auch Schulungen zum Thema Menschenrechte im Sport durchzuführen, da ein Schulungsformat entwickelt haben und da in dem noch frühen Stadium, in dem wir da sind, als auch noch junge Organisation, erste Veranstaltungen durchgeführt haben und auch mit deutlichem Interesse vom organisierten Sport. Sprich, es ist eine Offenheit für das Thema da. Es ist ein sich dem Thema nähern und sicher sehr, sehr wichtig, dass da der Dialog geführt wird, weil, und die Aussage hatte ich ja schon auch getroffen,
Wir stehen da ganz am Anfang, was eben die Thematik und die Umsetzung dieser Thematik angeht. In Deutschland, das wissen Sie sicher, ist der DFB als einziger der großen Verbände bisher mit einer Menschenrechtspolicy ausgestattet. Aber auch da sind Menschenrechts-Sorgfaltsumsetzungsschritte jetzt eben abzuwarten und daher auch direkt die Überleitung zur zweiten Frage. Denn da haben Sie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz angesprochen und die Frage, welche gesetzlichen Vorgaben müsste es vielleicht spezifisch auch für den Bereich des Sports geben. Es kommt hier in einigen Ausführungen, auch in den Stellungnahmen zum Teil so raus, dass die UN-Leitprinzipien ja auch für den Sport gelten sollten. Da muss ich so ein bisschen bremsen, denn unter Kenntnis auch der Umsetzungsschwierigkeiten, die es in der deutschen Wirtschaft der UN-Leitprinzipien gab, durch den nationalen Aktionsplan, also auf Basis freiwilliger Umsetzung, ist es doch so, dass wir jetzt heute an einem Stand sind, wo ganz klar ist, wir brauchen zumindest einen Smart Mix, nämlich von verbindlichen Vorgaben und von freiwilligen Vorgaben. Verbindliche Vorgaben für Akteure des Sports gibt es so gut wie nicht bisher. Es wird zwar konstatiert in der Schweiz zum Beispiel von der nationalen Kontaktstelle, dass die UN-Leitprinzipien, die OECD-Guidelines anwendbar seien auf die FIFA, aber wir haben keine allgemeinen Vorgaben, weder international noch national, die verbindlich sind für Sportverbände hier umzusetzen. Es wird einige wenige Organisationen des Sports geben, die von dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz betroffen sein werden. Das ist zum Beispiel der FC Bayern München, um mal jemanden beim Namen zu nennen, weil die mehr als 1.000 Mitarbeiter haben. Das heißt, ab 2024 sind die betroffen. Aber im Bereich der Rechtsetzung ist sicher erforderlich zu erwägen, wie man den Anwendungsbereich da in den Sport hinein erweitern kann, zumindest dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Möglich, eine Idee, ein Gedanke ist da, auch eine Umsatzschwelle zusätzlich mit einzuziehen, um da zu schauen, dass man nicht nur über die Mitarbeiterzahl geht. Schwierig ist immer, wir haben Vereinskonstellationen im Sport ganz oft, die schwer und bisher nicht gegriffen sind von diesem Bereich der menschenrechtlichen Sorgfalt, weil das nämlich sich immer auf Unternehmen bezieht. Und das Interesse in Deutschland an Sportgroßveranstaltungen zu steigern. Und die Athletinnenfrage würde ich mehr dem Maximilian Klein überlassen. Aber das Interesse auch an Sportgroßveranstaltungen wieder zu steigern, ist aus Sicht des Zentrums für Menschenrechte und Sport e.V. auch ganz stark daran gebunden, dass Sportverbände und Organisationen des Sports sich eben auch Fragen der Nachhaltigkeit und der menschenrechtlichen Sorgfalt zuwenden, weil das eine enge Verbindung hat zu den Themen der Governance, die Wenzel Michalski auch schon angesprochen hatte, und in diesem Bereich eine große Skepsis wahrzunehmen ist in der Bevölkerung. Das haben wir bei verschiedenen Abstimmungen zu dem Thema gesehen. Und da eben Vorbehalte bestehen mit Akteuren, die bisher nicht bereit sind, insbesondere das IOC und der DOSB haben sich da bisher nicht explizit bekannt, sich eben zu den Menschenrechten mit einer klaren Grundsatzerklärung und so weiter zu verpflichten. Das wären meine Antworten in diesem Überflug. Ich gebe an Maximilian Klein so ein bisschen für die vierte Frage, aber sicher auch für alle anderen Aspekte. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Fragen. Ich würde mit dem Kontakt zum organisierten Sport anfangen. Als Athleten Deutschland stehen wir in regelmäßigem Abstand auch mit dem DOSB in Kontakt und natürlich auch mit Spitzenverbänden. Wir haben vor den Olympischen Spielen darauf aufmerksam gemacht, dass der DOSB eine menschenrechtliche Grundsatzposition braucht und auch für Deutschland eine Menschenrechtsstrategie, also für den deutschen organisierten Sport, benötigt. Wir sehen derzeit zumindest keine Entwicklungen dahingehend. Es wurde ja angesprochen, bisher gibt es eigentlich nur den DFB und den kleinen Lacrosse-Verband, die Menschenrechtspolicies haben. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir hier in Deutschland eine große Debatte zu Gewalt und Missbrauch haben, interpersonale Gewalt. Wir hatten vor einem Jahr die Initiative eines Zentrums, unabhängigen Zentrums für Safe Sport, vorgebracht. Und wir sehen, dass parteiübergreifend aus der Politik Zustimmung kam und auch der DOSB und die DSJ befassen sich damit. Also es wird sich vereinzelt und auch schon seit langem zum Beispiel mit Gewalt und Missbrauch, mit Rechtsextremismus,
Sexismus, mit Rassismus befasst. Aber was wir sehen, ist, dass das alles nur Einzelbefassungen gibt. Es gibt keine übergeordnete Strategie, keinen strategischen Ansatz, um den menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten der Verbände zu begegnen. Und das ist eben die Verantwortung der Verbände, die sich da auch aus den UN-Leitprinzipien ableitet. Und da sind wir nicht mal so weit, dass es eben Policies gibt, geschweige denn wirklich in einer kohärenten Implementierung. Mit Blick auf den Staat sehen wir eben den größten Hebel als maßgeblichen Finanzier des organisierten Sports, die Hebelwirkung über die Förderkriterien, über die Zuwendungen eben zu gestalten. Es gibt bereits einzelne Kriterien, aber das bräuchte eben den verbindenden, das muss auf verbindenden Menschenrechtskriterien eben fußen. Es gibt einzelne Kriterien, aber es bräuchte sozusagen den Ansatz, dass man sagt, die Integrität des Sports fußt auf der Achtung der Menschenrechte. Und auch hier braucht es eine klare Agenda. Und wir sehen eigentlich, dass der Staat, die Weiterleitung von Fördermitteln, dass da eben die größten Hebel aktuell sind. Mit Blick auf die Athletinnen und Athleten, sie trainieren jahrelang hochfragile Karrieren, hochgradige Abhängigkeitsverhältnisse. Und es ist natürlich schwierig, sich in solchen teils geschlossenen Systemen überhaupt innerhalb des Systems über Menschenrechtsverletzungen, über Vorkommnisse irgendwie darüber zu berichten. Deshalb braucht es für die Athletinnen und Athleten unabhängige Meldestellen, unabhängige Mechanismen, wie sie Beschwerden vorbringen können und dass daraus dann auch Resultate, also dass daraus auch etwas folgt. Es gibt keine richtigen Mechanismen, die im Sport zufriedenstellend mit Missständen umgehen können und dass auch nach Verletzungen auch Wiedergutmachung erfolgt, dass vielleicht Sanktionen ausgesprochen werden, dass Mediation stattfindet. Also das braucht es und wir sehen, dass die Athletinnen und Athleten da teilweise Probleme haben, das im Verband vorzubringen. Es gibt interne Anlaufstellen, aber wir werden zum Beispiel im Bereich Gewalt und Missbrauch eine unabhängige Beratungsstelle für Gewalt und Missbrauch aufbauen. Bei uns engagieren sich Athletinnen und Athleten in einer AG Antirassismus zum Beispiel. Sie berichten direkt von ihren Erfahrungen. Wir stehen in Kontakt mit Betroffenen sexualisierter Gewalt und interpersonaler Gewalt und erleben eben, was im Sportsystem teilweise schief geht. Das heißt nicht, dass alles schlecht ist, aber das heißt einfach, es braucht auch diese Unabhängigkeit. Die Betroffenen brauchen Wahlfreiheit und das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, dass man einfach die Betroffenen in solchen Prozessen einbindet. Zu der Vergabe von Sportgroßveranstaltungen. Die Vergabekriterien wurden bereits angepasst. Was es aber im internationalen Sport braucht, sind Menschenrechtsstrategien. Das IOC, das IOC hat seit 2 Jahren umfassende Empfehlungen vorliegen für eine Menschenrechtsstrategie, ist nicht umgesetzt worden bisher. Und wenn die umgesetzt werden würden, dann gäbe es weitreichende Änderungen im Sport. FIFA hat Statuten, hat Policy, aber wir haben da vielleicht auch ein Implementierungsproblem. Also für die Spiele ab 2024 gelten bereits neue Vergabekriterien, die Menschenrechtsstandards umfassen. Aber ich denke, das kann nur der Anfang sein, weil wir sehen eben die Tendenz von auch autokratischen Regimen, Sportwashing strategisch zu betreiben, siehe Russland. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion stellt die Fragen Herr Brandt. Bitte. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte mich vorab für die CDU-CSU bei den versammelten Experten bedanken. Und ich darf auch danken dafür, dass Sie uns mit Ihren Fakten und auch Analyse bei der weiteren Vertiefung von Menschenrechten auch im Sport unterstützen. Wir versuchen das hier im Ausschuss schon seit vielen Jahren, mehr Konsistenz zu erreichen, auch mehr Strategie und vor allen Dingen Umsetzung. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt bei Menschenrechten im Sport, im Übrigen auch bei der Vergabe und der Durchführung. Wir setzen seit vielen Jahren Schwerpunkte hier im Bereich Sport. Der Sportausschuss, das will ich auch sagen, ist herzlich eingeladen, auch mal einen Schwerpunkt zum Thema Menschenrechte zu machen. Ich glaube, dass diese Reibung auch notwendig ist, dass nur diese Reibung am Ende dazu führen kann, dass sich was verändert, auch mit den Sportverbänden, weil Menschenrechte ist keine Harmonieveranstaltung. Das kann sie gar nicht sein. Und ich glaube, dass wir gerade vor dem Hintergrund der immer deutlich werdenden Konkurrenz zwischen Autokratie und Demokratie wir als demokratischen Gesellschaften stärker klar machen müssen,
was Sie mit Blick und was wir mit dem Blick auf die Menschenrechte vom Sport erwarten und auch zu Recht erwarten, denn es fließen eine Menge Steuergelder dort rein, die Spitzenfortförderung, das ist auch richtig. Und deswegen muss es auch Konsequenzen und Auflagen geben. Der Sport ist in der Autokratie eben nicht unpolitisch, sondern ganz im Gegenteil. Er ist ein Instrument von Propaganda und er findet unter dem Schatten von schweren Menschenrechtsverletzungen statt. Meine Fragen richten sich an Herrn Michalski und an Herrn Beucher. Ich habe die Frage offen gehalten, um viel Raum für konkrete Vorschläge zu lassen. Gerade vor dem Hintergrund der sportlichen Großereignisse in Diktaturen und Autokratien, wie der Fußball-WM in Russland 2018 oder jetzt in Katar 2022, der Doppelt-Olympiade in der Diktatur Chinas und auch in Sotschi in Russland, will ich die Frage stellen, was aus Ihrer Sicht von Seiten des Sports, aber auch von Seiten der Politik, auch in Sachen Regulierung und Finanzierung erforderlich und hilfreich ist, um über den Dialog mit dem Sport hinaus endlich zu konkreten Regelungen und Fortschritten zu kommen, die in Teilen des Sports, nicht bei Athleten Deutschland, begonnen beim DFB, nicht bei der FIFA, überhaupt nicht beim IOC und wenig beim DOSB noch immer weitgehend umstritten ist und bei der bis jetzt noch keine gemeinsame Linie der Spitzenorganisation zu sehen ist und wir deshalb umso mehr darauf angewiesen sind heute, Ihren konkreten Input zu bekommen, um daraus politische Schlussfolgerungen zu ziehen. Dankeschön. Herr Michalski, bitteschön. Danke für die Frage. Also was Sie als Politik machen können, was wir fordern, ist, dass Sie den finanziellen Hebel ansetzen. Der Sport wird gefördert von unseren Steuergeldern. Man kann verlangen, dass diese Fördermittel gebunden sind an die Verwirklichung von Menschenrechten, an die Umsetzung der Richtlinien, die sich die Verbände ja zum Teil schon gegeben haben. Die Verbände wiederum müssen diese Richtlinien implementieren. Die vielbesungene Autonomie des Sportes wurde ja missbraucht, indem sich Präsidenten von Sportverbänden eng in einer kumpanhaften Art gebunden haben an entsprechende Machthaber, die den Sport in ihren Autokratien dazu missbrauchen wollten, um diese Autokratien reinzuwaschen, um Geld zu verdienen, um Tourismus anzulocken und so weiter und so fort. Und das muss ein Ende haben. Wir haben ja gesehen, wie tiefgreifend die Menschenrechtsverletzungen in den Ländern per se sind, aber eben auch gefördert werden durch die Tatsache, dass dort Megasportveranstaltungen stattfinden. Also, Sprichwort, die Ausbeutung der Migrantenarbeiter auf den Baustellen in Katar. Wir haben vorhin gehört, dass es da Verbesserungen gibt. Ja, es gibt die Verbesserungen auf dem Papier, aber man sollte nicht in die Sprechpunkte der katarischen Regierung verfallen, wie das leider viele tun, zu sagen, ja, wir wissen, hier ist noch nicht alles in Ordnung, aber wir arbeiten dran. Ja, also das nimmt den Kritikern dann den Wind aus den Segeln und führt dazu zu sagen, na, das ist ja eigentlich alles in Ordnung. Nein, es ist überhaupt nichts in Ordnung. Das ist die Aufgabe der Politik, hier auch beim Sport ranzugehen und zu sagen, die Vergabe der großen Sportveranstaltungen in Zukunft muss streng gebunden sein an Menschenrechte. Wir verlangen das von der Industrie, dann können wir es von euch auch verlangen. Danke. Vielen Dank. Herr Beuchert, bitte. Ja, zunächst sind wir, was die Vergabe von internationalen Sportveranstaltungen angeht, insbesondere was die Olympischen und Paralympischen Spiele angeht. Ich bitte, das immer in einem Gleichklang zu nennen, denn die Paralympischen Spiele sind nach den Olympischen Spielen und der Fußball-Weltmeisterschaft die drittgrößte Sportveranstaltung der Welt. Und die UN-Behindertenrechtskonvention zwingt uns ja auch, diese Gleichbehandlung auch umzusetzen und somit zu nennen. Da sind wir auf der guten Seite. Wir haben 2024 Olympische und Paralympische Spiele in Paris, 2028 in Los Angeles, 2032 in Brisbane. Die Winter-Olympischen Spiele und Paralympischen Spiele sind 2026 in Cortina d'Ampezzo und Mailand. Offen ist im Moment noch die Vergabe nach 2030. Das ändert sich aber, das Vergabeverfahren beim IOC.
ab 2025. Ich will da nicht mutmaßen, dann endet ja auch die Amtszeit von Thomas Bach. Und das ist denn immer Veränderung von Personen, gibt auch Platz und Raum für Veränderungen. Als ein Spitzenverband im Deutschen Olympischen Sportbund, nämlich hier der Deutsche Behindertensportverband, muss ich hier klarstellen und darauf hinweisen, dass im DOSB das Thema Menschenrechte sehr wohl auf der Agenda steht. Also Athleten Deutschland, Herr Michalski und das Auswärtige Amt, eine Organisation, die sich mit chinesischen Menschenrechtsverletzungen befasst, haben ein Infogespräch vor den Olympischen und Paralympischen Spielen gehabt, um uns das eben mitzugehen und auch eben auch mit einem Irrglauben aufzuräumen. Das muss man auch hier sagen. Die Spiele, die Sommerspiele 2008 sind ja nach Peking vergeben worden mit dem Hinweis, da könne sich was ändern. Ich habe 2001 als Sportausschussvorsitzender gezetert, dahin Spiele zu vergeben. Bin mir insofern der Rolle auch treu geblieben, sodass ich manche Pauschalität, die Präsidenten und die Funktionäre hier natürlich auch klarstellend zurückweise. Was wichtig ist für die Menschenrechtsdiskussion, durch den Ausschluss der russischen und belarussischen Athleten und den Ausschluss von russischen und belarussischen Athleten über die Olympischen und Paralympischen Spiele hinaus, hat eine internationale Werte Diskussion im internationalen Sport an Fahrt aufgenommen. Und das ist etwas, wo man einzusetzen hat. Und wenn ich die Frage stelle, was kann man tun, das mit der Politik im Rücken zu verändern? Herr Klein hat eben ja darauf hingewiesen, müssen wir uns daran erinnern. Die Dinge liegen jetzt beim IOC vor. Ich bin der Letzte, der hier als der IOC-Vertreter oder gar darstellt. Und Herr Bach und ich, wir haben eine nette, freundschaftliche, ein anderes Wort für Zuneigung. Jedenfalls, also wie wir miteinander umgehen, da gibt es ja auch genug Grund. Aber deshalb verändern wir nichts, indem wir manche Sachen so einfach in diese berühmte Tonne klopfen. Und der DOSB hat die Wertediskussion auf der Agenda. Nehmen Sie einfach nur zur Kenntnis, dass ein neues Präsidium da ist, dass zurzeit ein Wertebeirat zusammengestellt wird. Und das sind keine selbsterfundenen Sachen. Das ist in enger Anlehnung mit den Organisationen. Und nur da geht eben Sorgfalt vor Schnelligkeit. Das muss man hier der Vollständigkeit halber sagen. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen fragt Herr Mijatović. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite an die Expertin für den Besuch und die Ausführungen bis hierher hier. Wenn wir über Sportgroßveranstaltungen sprechen, hat man ja das Gefühl, dass man jedes Mal die Staatsanwaltschaft bemühen muss, wenn man über die Entscheidungen nachdenkt, die da getroffen werden. Und wenn wir heute über diese Großsportveranstaltungen sprechen, dann sind das die Entscheidungen, die uns jetzt beschäftigen, die dort gefallen sind, unter welchen Umständen auch immer. Von daher gehen meine zwei Fragen erstmal an die Richtung von Frau Dr. Niederfranke und an die Athletinnen Deutschland, an Maximilian Klein. Wenn ich darüber nachdenke, was Sport auf der kommunalen Ebene betrifft, das müssen wir dann später in der Runde noch mal besprechen. Aber vielleicht zu den Mega-Events. Frau Dr. Niederfranke, Sie haben gesagt in Ihrer Stellungnahme, dass es recht frühzeitig losgehen muss, wenn eine solche Entscheidung getroffen wird, damit man Arbeitsstandards und solche Dinge einhalten kann. Die eine Frage an Sie wäre jetzt, wir sind, ich glaube, vor 13 Jahren ist das entschieden worden. Was haben wir in den 13 Jahren Greifbares geschafft, damit das Schwarz-Weiß-Bild, was jetzt Michalski auch gerade benannt hat, vielleicht auch ein Stück weit konkreter wird und durchbrochen werden kann, dass es eben nicht nur positiv-negativ, sondern dass es tatsächlich neben den schrecklichen Ereignissen, die immer noch stattfinden, dann auch Entwicklungen geben kann. Und die Frage für mich wäre jetzt die zweite, wie kann das eigentlich nachhaltig gestaltet werden? Gucken wir eigentlich da drauf, wenn diese WM wieder vorbei ist? Also was machen wir eigentlich in 2023? Athletinnen Deutschland gefragt, interessiert es eigentlich Millionäre noch, wo sie Fußball spielen? Also jetzt mal ganz praktisch gesprochen, die meisten, die dort unterwegs sind, sind hier in der Bundesliga aktiv und verdienen siebenstellig aufwärts. Sind das Athletinnen, die bei Ihnen organisiert sind? Wir haben von dem norwegischen Spitzenverband des Fußballs gehört, dass er durchaus darüber nachdenkt, zu boykottieren. Ist das etwas, was bei Ihnen diskutiert wird? Und wäre das eine Arbeitnehmerinnenvertretung, die Sie dann auch gegenüber dem DFB deutlich machen können? Dankeschön.
Frau Dr. Niederflank, ja, bitte schön, dann Sie starte ich mal. Es ist in der Tat nicht schwarz-weiß. Und ich will versuchen, das noch mal zu erläutern. Als 2014 die Vergabeentscheidung für Katar gefallen ist, ist sie gefallen ohne Beteiligung der ILO, selbstverständlich. Aber es sind massive Berichterstattungen haben stattgefunden. Die Menschenrechtslage dort wurde tatsächlich öffentlich bekannt. Und das war gut so. Und daraufhin haben sich auch die Gremien der ILO damit beschäftigt, sehr intensiv mit der Menschen- und Arbeitsrechtslage, denn wir waren dort nicht breit vertreten, obwohl Katar Mitglied der ILO ist, wie der Vereinten Nationen insgesamt auch. Wir haben dann eine formelle Beschwerde gemäß Artikel 26 unserer Verfassung, eine formelle Beschwerde an das Land Katar gerichtet, und weil sie den Verpflichtungen als Unterzeichner bestimmter Kernarbeitsnormen nicht nachgekommen sind. Das war klar belegbar. Und dann haben umfangreiche Verhandlungen begonnen. Ob das aus Imagegründen war, sei mal dahingestellt. Dann haben umfangreiche Verhandlungen darüber begonnen, welche Schritte man gehen kann. Und wir haben uns letztlich als ILO mit unserem Mitgliedsland Katar darauf geeinigt, dass es umfassende Arbeitsmarktreformen geben muss und dass diese umfassenden Arbeitsmarktreformen konkret direkt eingeleitet werden. Auch das war ein langer Prozess. Es hat dann wieder bis 2018 gedauert, bis Katar zugestimmt hat, dass wir ein Projektbüro eröffnen und ganz konkret in die Gesetzgebung einsteigen und Institutionen aufbauen, wie Inspektionssysteme, Abschaffung des Kafala-Systems, Mindestlohn und so weiter. Und ich sage das nicht, um das Land zu verteidigen, sondern nur, um zu sagen, das ist unser Job als Vereinte Nationen. Es ist unser Job als ILO, so etwas zu implementieren und in Ländern aktiv zu werden, wo eben nicht alles in Ordnung ist. Und wir haben dann angefangen, genau diese Prozesse einzuleiten und Institutionen zu schaffen und tatsächlich auch mit Ergebnissen. Und die möchte ich Ihnen auch nennen, damit man nicht immer so pauschal drüber redet. Wir haben von September 2020 bis März 2022 bei 300.000 Beschäftigten, darunter 7.000 Hausangestellten, gesehen, dass sie den Arbeitsplatz gewechselt haben und wechseln konnten. Das war davor nicht der Fall. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben der Mindestlohn ist angehoben worden. Das hat knapp 300.000 Beschäftigte, waren davon betroffen. Es wurde die gesamte Frage der Arbeitsschutzgesetzgebung verändert, sodass es die Pausen heute noch gibt, in der heißen Tageszeit über Mittag nicht zu arbeiten. Und das Ganze mit Inspektionssystemen zu versehen, sodass wirklich auch nachgeguckt wird. Das ist ein Anfang. Und meine Sorge, und das ist genau, will ich auf den Teil der Frage antworten, wenn der Sporttross weiterzieht, was passiert dann? Es ist deshalb so wichtig und wir haben deshalb dafür gekämpft und werden auch darin unterstützt von anderen Ländern, dort Strukturen zu errichten, die da bleiben, wenn das nächste Sportgroßereignis woanders stattfindet und dort wirklich nachhaltig gearbeitet wird. So passiert es in jedem Land, in dem wir Menschenrechtsverletzungen haben. Es werden angeprangert, jeder soll bitte hinschauen, darüber berichten. Das ist ganz klar, aber diese nachhaltigen Strukturen, also damit meine ich Institutionen, die kontrollieren, damit meine ich auch Mindestlohnkommissionen und vor allem, was dringend nötig ist an der Stelle, ist, dass Gewerkschaften aufgebaut werden dürfen. Also das ist ein Prozess. Herr Klein, bitte. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Frage. Da möchte ich vorwegschicken, das hatten wir auch ausgeführt, dass bei uns, bei Athleten Deutschland, eigentlich keine männlichen Fußballspieler organisiert sind. Es gibt für die Fußballspieler, die ja tatsächlich eine Ausnahme eigentlich bilden, die Möglichkeit, sich in Gewerkschaften zu organisieren. Es gibt hierzu eine globale Spielergewerkschaft, das ist die FIFPro.
Die vertreten Fußballerinnen und Fußballer weltweit und sind dann sozusagen auch stehen der FIFA gegenüber. Es ist tatsächlich so, dass Fußballer wirklich die Ausnahme sind, was die Gehälter, was die soziale Absicherung angeht. In der Regel vertreten wir auch Athletinnen und Athleten, die eben bei der Bundeswehr sind, aber auch Selbstständige sind und unter prekären Arbeitsbedingungen arbeiten, auch vielleicht knapp über dem Mindestlohn oder wenn man es genau rechnet, vielleicht auch mal unter Mindestlohn. Und dort sind natürlich die Abhängigkeitsverhältnisse viel, viel höher. Grundsätzlich möchte ich schon sagen, dass Athletinnen und Athleten, und dazu gehören auch Fußballer, natürlich inspirierende Wirkung entfalten können. Also sie können Treiber von sozialem Wandel sein. Sie können Millionen inspirieren. Das sehen wir nicht nur im Fußball, das sehen wir auch zum Beispiel an der Black Lives Matter Bewegung, die aus Amerika gekommen ist. Also es gibt viele, viele Beispiele. Bei den Kaderathletinnen und Athleten in den Sportarten, wo wir in der Regel unterwegs sind, sind die Abhängigkeitsverhältnisse aber eben so hoch, dass wir schon sagen müssen, Athletinnen und Athleten können sich äußern, wenn sie dafür sichere Bedingungen vorfinden, wenn sie keine Angst vor Repressalien haben, wenn sie sich denn äußern. Ein Beispiel war China, jetzt Olympische Spiele. Es gab konkrete Androhungen seitens des chinesischen Organisationskomitees. Wenn sich Athletinnen kritisch äußern, haben sie mit Repressalien zu rechnen, abseits dessen, dass die Regel 50 des IOC ohnehin die Meinungsfreiheit bereits einschränkt. Bei Fußballern kann das natürlich noch mal ein bisschen anders gelagert sein. Da sind die Abhängigkeitsverhältnisse natürlich nicht so krass, aber trotzdem sind es natürlich am Ende die Verbände und auch damit die FIFA, die Verantwortung für die Vergabeentscheidung tragen und in der Regel Athletinnen und Athleten absolut unzureichend einbinden in solche Entscheidungen. Also Athletinnen und Athleten sollen da Jahre später nach so einer Entscheidung dann die Verantwortung für die Fehler der Verbände tragen. Und das sehen wir eben eigentlich als falsch an und wollen da sozusagen einfach auch nochmal darauf hinweisen, dass sie selbst Risikogruppe sind, Menschenrechtsrisiken ausgesetzt sind. Das kommt natürlich dann wirklich auf die Sportart an und auf die Disziplinen. Und Fußball ist da auch sicherlich eine Ausnahme. Vielen Dank. Für die Fraktion der AfD hat das Wort Herr Braun. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, fürs Wort. Vielen Dank an alle Sachverständigen hier für diese sehr interessanten Informationen, die uns ja im parlamentarischen Alltag, ich hoffe, auch auf Dauer begleiten werden, weil da auch eine Menge Impulse dabei sind. Wir sprechen ja jetzt konkret auch vor den Ereignissen, vor den Fußballweltmeisterschaften in Katar, die jetzt geplant sind. Das ist auch Anlass für diese öffentliche Anhörung. Und Hintergrund ist ja eine Doppelvergabe, die schon 2010 passiert ist. Doppelvergabe an Russland und an Katar. Manche haben das damals gerühmt, wie geschickt das wäre von der FIFA. In Wirklichkeit war es nur geschickt für die Korruption im Bereich der FIFA, weil man nämlich zwei Korruptionsgruppen zusammenbringen konnte, die sich dann gemeinsam geeinigt haben auf zwei Sachen. Und man hat das traditionelle Fußballland England damit ausgebotet mit dieser Korruption. Das ist etwas, was man hier mal deutlich behandeln muss. Der Fußballfan hat wenig Interesse an einer WM in Katar. Er hätte viel lieber Lust, im traditionellen Fußballland England zum Beispiel zu spielen. Aber das nur so am Rande. Jetzt zu Katar selber, zur Lage dort. Meine Frage an Frau Mirso. Sie sind ja in einem arabischen Land aufgewachsen. Sie stammen aus Syrien. Geboren sind Sie in Damaskus. Ihr Vater war schon Regimegegner, wurde verfolgt. Die Lage in Katar, wie sehen Sie die auch verglichen mit anderen arabischen Ländern? Es gibt dieses Kafala-System, wo wir jetzt gehört haben, es soll da Reformen geben. Wie weit gehen diese Reformen? Was verändert sich an diesem System, wo man auch sagt, moderne Sklaverei sei das? Und wie sehen Sie die Haltung des Landes Katar zu der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte? Wir wissen ja, dass die Kairoer Erklärung der Menschenrechte alle Menschenrechte unter den Vorbehalt der Regeln der Scharia stellt, das heißt im Grunde genommen aufhebt dadurch. Wie ist die Lage aus Ihrer Sicht in Katar? Ja, danke für die Frage. Ich war 2015
im Golf unterwegs, in Dubai, Abu Dhabi, Katar und Bahrain. Und was ich immer wieder gehört habe, wenn ich mich vorgestellt habe als, ja, als Schwesternation Syrien, hat mir eigentlich jeder Local den Tipp gegeben, nicht zu sagen, dass ich aus einem arabischen Land stamme. Ich soll sagen, dass ich Deutsche bin. Das sagt eigentlich alles aus, wie der Umgang dort mit Gastarbeitern eben gehandhabt wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei der Vergabe der Sportstätten, der Großveranstaltungen herrscht die Mentalität, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja, man sagt, wir wollen hier eine Sportgroßveranstaltung ausrichten, die für Fairness steht. Also musst du als Gastgeberland diese Kriterien erfüllen. Aber das ist so, also so viel Doppelmoral spielt dort eine Rolle. Wenn wir zurückschauen, die letzte Olympiade in China, es ist nicht demokratischer geworden, ganz im Gegenteil. Im Vorfeld wurden ja noch mehr Aktivisten und Aktivistinnen verhaftet, eben um die Störer zu beseitigen. Wenn wir zurückblicken nach Russland, 2018 die Fußball-WM, es erübrigt sich, über diesen Demokratieprozess in Russland zu sprechen. Es ist diese, da muss ich wirklich sagen, die Überheblichkeit des Westens, dahin zu kommen und zu sagen, wir bringen euch die Demokratie. Das hat weder in Afghanistan funktioniert, noch im Irak. Man hat dort die Gesellschaft total destabilisiert. Das wird natürlich im Katar, im Falle Katars nicht passieren. Aber sobald sich die Weltöffentlichkeit abwendet, wird es höchstwahrscheinlich dann zum Erstarren dieses Reformprozesses kommen. Weil dem Katar ist es, Entschuldigung, egal, wie was der Westen von ihm denkt. Ja? Und wir begeben uns jetzt in Europa, gerade jetzt, ich weiche da ein bisschen ab, aber es geht ja im Grunde darum, wieder in eine neue Abhängigkeit von der Energie. Wir wenden uns zu Recht von Russland ab, aber geben dem nächsten autokratischen Regime die Hand. Ja? Und das ist sowohl im Sport als auch in der Wirtschaft einfach eine Doppelmoral. Und wie gesagt, der Westen hat diese Überheblichkeit, wir kommen, wir retten euch. Es wird jetzt der Fokus darauf gelegt, wie die Situation der Arbeiter in den Stadien sind. Oder Sie haben das erwähnt, die Hausangestellten, die jetzt eben den Arbeitgeber wechseln durften mit der Veränderung des Kafala-Systems. Aber was ist danach? Man schaut da nicht genauer hin. Also ich denke, es sollte das Credo herrschen, wenn du mitspielen willst, dann musst du dich an die Regeln halten, und zwar vorab. Also nicht die Vergabe geben und sagen, du musst das erfüllen in der Zukunft, sondern das muss Grundlage sein, Verhandlungsgrundlage. Wir schauen auch in der Europäischen Union, wenn wir aufnehmen in die EU, die müssen bestimmte Kriterien, ganz viele Kriterien erfüllen. Und genauso muss es beim Sport eben auch sein. Jetzt habe ich die zweite Frage aus dem Sinn verloren. Entschuldigung. Kairoer Erklärung der Menschenrechte, ja, und allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Habe ich dann wieder 4 Minuten Zeit neu? Oder? Nein, oh Gott. wie gesagt, Katar schmückt sich eben mit seiner modernen, mit seiner zukunftweisenden Image, aber letztendlich beruht sein Rechtssystem eben auf die Scharia, und die Arabische Liga, dessen Teil Katar auch ist, hat 2004 einen Gegenentwurf zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte abgegeben, nämlich die Arabische Erklärung der Menschenrechte, die aber auf die ältere Kairo-Erklärung der Menschenrechte fußt, die eben auf die Scharia basiert und die letztlich jede gut gemeinte oder reformierte Regel, was die Menschenrechte angeht, sei es die Rechte der Frauen, Gewalt, Todesstrafe, körperliche Züchtigung und, ausschließt, wenn es der Scharia widerspricht. Also diese Erklärung ist das Papier nicht wert, worauf sie steht. Und wie gesagt, es sollte in einer internationalen Weltgemeinschaft der Standard sein, dass wir uns an ethische Prinzipien halten. Danke. Vielen Dank, Frau Mirso. Für die Fraktion der FDP hat das Wort Herr Kollege Haidt. Bitte schön. Ja, vielen Dank auch an die Sachverständigen. Ich begrüße Sie sozusagen als Hausherr ja auch ganz herzlich in unserem Fraktionssitzungssaal. Die Freien Demokraten haben ja an diesem Thema ein großes Interesse. Wir haben schon in der letzten
Wahlperiode ja einige Vorschläge unterbreitet und wollen die jetzt auch mit Ihrer Hilfe weiter voranbringen. Und wir hoffen uns also ganz konkrete Ideen und Vorschläge und möchte unsere Sachverständige, Frau Mary Harvey, auch insoweit fragen, inwieweit müssen wir als Staat konkrete Regeln aufstellen, die dann zumindest für die nationalen Verbände gelten, gerade im Bereich Menschenrecht, im Bereich der Vergabe von Sportgroßveranstaltungen. Die UN-Leitprinzipien Wirtschaft, Menschenrechte sind angesprochen worden schon. Inwieweit glauben Sie oder sind Sie der Auffassung, dass diese Prinzipien schon heute auch für den Sportbereich gelten, also auch für Sportgroßveranstaltungen? Und wo müssen wir als nationaler Gesetzgeber da vielleicht dann nachschärfen? Und dann auch in Richtung an den Herrn Klein, so ein Nachklapp an die Olympischen Spiele. Thomas Weikert hat hier gesagt, im Rahmen eines Ausschussgesprächs am 16. Februar, die Menschenrechtslage sei lange nicht mehr so kritisch wahrgenommen worden wie in den Tagen der Olympischen Spiele. Man habe das selbstgesteckte Ziel umsetzen können, die Athletinnen und Athleten zu begleiten, wie auch immer sich diese vor Ort äußern wollten. Tatsächlich hat ja aber bereits im Vorfeld der Olympischen Spiele einer von China gedroht, dass sie hier, wenn chinesische Gesetze und Vorschriften verstoßen werden, eben das ahnden wollen. Also wie sehen Sie das im Nachhinein? Wer hat jetzt ein Recht gehabt? Und vielleicht noch an Herrn Klein. Der Herr Weigert hat in diesem Gespräch ja auch angekündigt, dass er sich mit Athleten Deutschland über die Menschenrechtslage austauschen wollte. Hat das stattgefunden, dieser Austausch? Und was ist das Ergebnis? Danke. Vielen Dank. Frau Harvey, Sie haben das Wort. Thank you very much for the question. And I apologize that the interpreters apparently are here just for my benefit. Okay, so with regard to international associations and your question, international associations have applied the UN guiding principles. Are there enough of them? No. So they are, FIFA has applied the UN guiding principles at a statutory level. So they've made a statutory commitment to human rights and they've acknowledged the UN guiding principles. Their events embed the UN guiding principles. With respect to the International Olympic Committee and its events, the host city agreements for 2024 and 2028 also acknowledge the UN guiding principles. And in this country, the Euro 2024, UEFA has said that the Euros also acknowledge the UN guiding principles and have human rights requirements. And of course, Germany is host. So there's an enormous opportunity here. That said, international sports governing bodies are not Pillar One. You are Pillar One as government. And so within your country, you have the opportunity to protect human rights in sport as well. And there are a variety of ways that you can do that. And in the statement that we provided towards the end, we provided some suggestions on how policymakers can look at embedding human rights into sports bodies within the country. And that can be through a requirement for a policy commitment, a requirement for human rights due diligence, acknowledging the UN guiding principles and using the framework. These are one of many. So hopefully that provides an answer to the question you've asked. Herr Klein, bitte. Ja, vielen Dank für die Fragen, die ich gerne in der Reihenfolge beantworten möchte, vielleicht mit China angefangen. Man muss vorab schicken, der DOSB hat wirklich viel Arbeit im Vorfeld reingesteckt, um die Athletinnen und Athleten bestmöglich vorzubereiten und zu unterstützen. Der DOSB hat sich sehr konkret dafür eingesetzt, dass die Quarantänebedingungen verbessert werden, auch was Testregime und so weiter angeht. Also auch im Vorfeld Workshops oder Schulungen zur Menschenrechtslage abgehalten.
Was wir nicht gesehen haben, ist, dass der DOSB eine dezidierte Position zu China, eine dezidierte Position zur Verantwortung, zur menschenrechtlichen Verantwortung von Sportverbänden im internationalen Kontext hatte. Es gab im Unterschied zum Paralympischen Komitee kaum eine wirklich kritische und konstante Begleitung der Spiele vor Ort, was wir uns durchaus gewünscht hätten, weil es sind letzten Endes starke Institutionen wie die Sportverbände und die Sponsoren, die die Athletinnen und Athleten vor Ort schützen können, auch die Politik da den Rücken frei halten zu können. Was die Äußerungen oder die Einschnitte in die Meinungsfreiheit anbelangt, der DOSB hat sich mit uns im Vorfeld eines Konsultationsprozesses des IOC nicht wirklich dafür eingebracht, dass die Regel 50 gelockert wird. Es gab die Chance, es gab einen etwa eineinhalb Jahre langen andauernden Konsultationsprozess des IOC, der IOC-Athletenkommission. Wir hatten da eine Position zur Lockerung der Regel 50 vorgebracht und es gab auch die Chance für den DOSB, sich gegenüber dem IOC für Lockerungen einzusetzen. Das wurde nicht getan, obwohl hier eine Chance in Deutschland bestand, eine gemeinsame Haltung zu haben. Also der DOSB akzeptiert die Regel 50, wie sie ist. Sie bedeutet aber auch in der aktuellen Fassung eben eine weitere pauschale Einschränkung der Meinungsfreiheit auf dem Spielfeld und auf dem Podium. Das bedeutet in der Konsequenz, dass wir uns eigentlich auch vom DOSB weniger blumige Worte wünschen würden, was irgendwie die allgemeine Menschenrechtslage in dem Land angeht, sondern vielleicht auch einfach mal selbst gucken, wo der eigene Verantwortungsbereich liegt. Es gibt einen Verantwortungsbereich im internationalen Raum, dass deutsche Sportfunktionäre in den Gremien der Verbände klar machen, was die Verantwortung der internationalen Verbände ist. Aber es gibt auch eben eine Verantwortung im deutschen Raum. Und es wird immer von den Werten des Sports geredet. Das sind sehr blumige Worte. Wir brauchen da keine Sonntagsreden zu den Werten des Sports. Wir brauchen auch weniger AGs und Beiräte und was weiß ich, sondern es wäre eigentlich schön, ein klares Commitment, ein eindeutiges, umfassendes Bekenntnis zur Achtung der Menschenrechte zu haben und darauf aufbauend der Beginn einer und der Umsetzung einer Menschenrechtsstrategie, einer Menschenrechtspolicy. Das sind Menschenrechte, über die wir hier reden. Die Werte des Sports, das wird immer etwas zu unkonkret benannt. Von daher wäre das unsere Kernforderung. Wir sind natürlich im Austausch mit dem DOSB. Ich weiß nicht genau, auf welchen Austausch Sie jetzt abgestellt hatten. Es gab zum Beispiel auch im Vorfeld der Spiele natürlich Gespräche. Wir stehen auch im Austausch zum Thema Gewalt und Missbrauch. Also es gibt sicherlich an der einen oder anderen Stelle immer wieder Berührungspunkte und wir reden auch miteinander, aber es fehlt diese umfassende Strategie. Es wird immer nur nach Ins, es gibt immer vielleicht nur ganz konkret die Nachfrage von mir. Der Weigert hat hier im Ausschuss gesagt, am 16. Februar, er will mit Ihnen sprechen. Und zwar ganz konkret zu der Menschenrechtslage und was sich aus China für Ergebnisse daraus ergeben. Und das ist jetzt meine Nachfrage. Hat er über die Menschenrechtslage in China und was es daraus für Konsequenzen gibt für die zukünftige Arbeit mit Ihnen gesprochen? Nach dem Spiel. Ja, Sie können beantworten. Ich kann die Frage, glaube ich, nicht richtig beantworten, weil ich über so ein Gespräch nicht informiert bin. Es kann aber sein, dass es stattgefunden hat. Das reiche ich gerne nach. Aber wie gesagt, dieser umfassende Austausch zu diesen Themen fehlt eigentlich. Vielen Dank. Digital ist für die Fraktion Die Linke die Kollegin Frau Nastic zugeschaltet. Frau Nastic, Sie haben das Wort für Ihre Fragen. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie können mich hören. Auch für Ihre interessanten Vorträge. Ich hätte an zwei von Ihnen Fragen. Einmal an Frau Niederfranke. Was kann konkret gegen die Einschränkung von Vereinigungsfreiheit und die Beschneidung von Arbeitnehmerinnenrechten im Kontext des Sports getan werden? Und eine weitere Frage, also als Linksfraktion ist uns besonders wichtig der Aspekt der Inklusion im Sport. Und der wird auch politisch leider regelmäßig vernachlässigt.
und hat ja wenig auch öffentliche Aufmerksamkeit im Vergleich zu ja, den breiten Sportarten. Und deswegen danke ich auch ausdrücklich den Sachverständigen, die die Inklusion ausdrücklich auch in ihren Stellungnahmen nochmal in den Vordergrund gestellt haben. Und meine Frage wäre diesbezüglich an Herrn Burgheim gerichtet. Wie funktioniert es, dass sich heute nicht hinter der Autonomie des Sports versteckt wird, ohne ihn für Regierungsinteressen zu vereinnahmen? Also welche konkreten Maßnahmen müssten Regierungen, auch die deutsche Regierung, treffen, wenn sie diesen Anspruch auch unter anderem der Inklusion gerecht werden wollen? Und nicht zuletzt vielleicht, dass sämtliche Vergaben von Sportgroßveranstaltungen an der Einhaltung menschenrechtlicher Standards gemessen werden sollen, aber auch der Inklusion, ist ja eigentlich hier verbaler Konsens. Aber was wären denn Ihrer Meinung nach rote Linien bei den künftigen Vergaben und Durchführung von internationalen Spielen? Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Niederfranke. Sie haben das Wort. Ja, ich fange mal an. Die Vereinigungsfreiheit gehört ja tatsächlich zu einem der ILO-Kernarbeitsnormen im Rang von Menschenrechten. Und da legen Sie den Finger in eine Wunde, die wir eben in sehr, sehr vielen totalitären Staaten sehen, dieses Recht auf Vereinigungsfreiheit durchzusetzen. Das ist ein sehr mühsamer Prozess. Es gibt sehr viele Länder, die das kategorisch ausschließen. Menschen erfahren Repressalien. Das ist richtig. Was ein Weg dorthin ist, ist, dass man mindestens auf betrieblicher Ebene, ich rede jetzt über den Bereich Arbeit, so etwas wie Komitees bestehend aus Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Vertretungen der Arbeitgeber gründet, die sozusagen öffentlich auch begleiten lässt, sodass da nichts im Geheimen passieren kann, sodass sowas wie gewerkschaftliche Strukturen eingeübt werden. Das ist der Weg, den wir in Katar begleiten. Und der ist aber nach wie vor, diese Kernarbeitsnorm ist weder ratifiziert noch wird das gestattet, weil genau diese Selbstverantwortung und Möglichkeit, die eigenen Interessen wahrzunehmen, ist natürlich entscheidend. Was ein Fortschritt ist, ist, wenn die internationalen Gewerkschaften regelmäßig im Austausch mit den Ländern sind und diese Prozesse begleiten. Also es geht wirklich darum, Schritt für Schritt an dieser Stelle sowas zu etablieren wie Komitees und dann später Gewerkschaften, die zu einer Selbstverwaltung und seiner Selbstvertretung kommen können. Das ist der Bereich. Und für den Bereich der Inklusion, ohne Frage, das ist einer, der wiederum auch Menschenrechte diskriminierungsfrei, unabhängig von körperlichen, geistigen, sonstigen Einschränkungen vom Geschlecht dabei zu sein. Natürlich ist der Sport ein großes Feld und eine Möglichkeit für Inklusion. Und dennoch, in den Fällen, wo wir genauer hingeguckt haben, sehen wir, dass es Ungleichheiten gibt zu Sportverbänden, die nicht Menschen mit Beeinträchtigungen inkludieren, sodass es nach wie vor Nachteile gibt, sodass man gerade nicht so sehr die Überschrift drüber setzen kann, dass alles gut ist, wenn wir Inklusion im Sport sehen, sondern dass da auch strukturelle Ungleichheiten, wie wir sie in Sport insgesamt gehen, nach wie vor vorhanden sind. Und die Aufmerksamkeit liegt eben nur nicht so stark auf diesem Bereich. Umso wichtiger finde ich es, die Aufmerksamkeit darauf zu legen und die Sportverbände und die Vereinigungen der Sportverbände eben tatsächlich auch zu erweitern, um die Sportverbände, die sich mit Inklusion beschäftigen und dafür zuständig sind. Das halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, dass mit einer öffentlichen Sichtbarmachung, was dort geleistet wird, zum Beispiel durch Fernsehzeiten in Deutschland der Paralympischen Spiele, dass das ein wesentlicher Teil bringt, der eine Chance eröffnet
dort sehr viel stärker sichtbar zu werden. Aber nochmal, es gibt dort die gleichen Menschenrechtsverletzungen, wie wir sie auch woanders kennen. Herr Burgheim, bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Frage, vielen Dank fürs Wort. Das war ja eine, sagen wir mal, in zwei Teilen etwas die Frage. Also das große Thema der Autonomie des Sports ist eines, was immer wieder auch in die Fragestellung Menschenrechte und Sport hineinragt. Denn die Autonomie des Sports, ich habe in meiner Stellungnahme geschrieben, da kann an dieser Stelle leider nicht ganz vertieft werden, weil das so umfangreich ist, ist immer wieder ein Argument, was auch angeführt wird, um sich eben in dem eigenen Regelwerk zu bewegen und auch teils angeführt wird, um manche allgemeingültige Vorgaben erstmal aus Sicht des organisierten Sports oder mancher Akteure dessen etwas zurückzuhalten, sagen wir mal. Das betrifft in einer Logik, die da teils formuliert wird, dann teils auch die Anwendung menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht im Sport. Hier muss man ganz klar sagen, die Autonomie des Sports ist aus der unserer Sicht nicht und keinesfalls dadurch eingeschränkt, dass Menschenrechte Anwendung finden auf die Organisation des Sports und dass Menschenrechte da, dass von Organisationen des Sports eingefordert wird, dass sie menschenrechtliche Sorgfalt walten lassen. Vielmehr ist es so, dass die Achtung der Menschenrechte, wie wir gehört haben, insgesamt von Unternehmen mittlerweile eingefordert wird, dass man da auch annimmt, dass der organisierte Sport da auch von dieser Einforderung betroffen sei und dass es selbstverständlich auch im Rahmen der in Deutschland eine Pflicht zur Einhaltung der grundgesetzlichen Vorgaben und der einfachen Gesetze gibt für Organisationen des Sports. Dort überall sind Menschenrechte selbstverständlich auch verankert und spielen eine Rolle. Der organisierte Sport ist also zu einer im Bereich der Menschenrechte sicher im Fokus. Die Frage ist, ist die Autonomie damit verbunden? Hier wäre die Aussage, die Autonomie, und dieser Begriff ist immer sehr schwammig und sehr viel verwendet, auch an vielen verschiedenen offiziellen Stellen, ist im Bereich der Selbstorganisation und im Bereich der Regelsetzung etc., also sprich der Vereinigungsfreiheit, sicher ein Aspekt, ein wichtiger Aspekt, aber er darf nicht verhindern, dass Menschenrechte und menschenrechtliche Anforderungen Anwendung finden auf den Sport. Sie haben angesprochen dann die Frage der Inklusion im Zusammenhang, in diesem Zusammenhang auch. Und hier möchte ich ganz explizit darauf hinweisen, wenn wir über die UN-Leitprinzipien, die UNGPs sprechen und deren Umsetzung, dann sprechen wir zunächst mal über einen Prozess, der dort vorgegeben wird. Wir sprechen nicht über die materiellen Menschenrechtsanforderungen, die gelten sollen. Aber das kennen wir aus Deutschland, auch aus dem Lieferkettengesetz genauso. Aber im Bereich des Sports kann man ganz klar verweisen auf Artikel 30 der UN Behindertenrechtskonvention, wo explizit ausgeführt wird, dass Menschen mit Behinderung eben einen Zugang zu sportlichen Aktivitäten und einen Anspruch auf eben auch sportliche Betätigung und Gleichberechtigung zukommt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn es gibt wenige so konkrete Bezüge auch auf den Sport in Menschenrechtskonventionen dieser Art. Darüber hinaus würde ich noch gerne darauf hinweisen, Herr Beucher sitzt ja neben mir. Wir haben selbstverständlich Organisationen des Sports, die sich ganz explizit mit Fragen einerseits des Menschenrechts, der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und der in diesem Sinne dann eben auch Inklusion befassen. Den DBS habe ich erwähnt. In Deutschland sitzt auch das IPC. Und wir haben auch eine Organisation wie Special Olympics, die sich für Menschen mit geistiger Behinderung da einbringen. Nichtsdestotrotz, und das ist mein letzter Satz, ist es auch
Genauso erheblich, dass wir von diesen Organisationen, auch wenn sie sich für die Inklusion einsetzen und für Menschen mit Behinderungen und deren Gleichberechtigung, einfordern, dass sie sich allgemein den menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten verschreiben und dass sie diese in ihrer Tätigkeit, und die geht über die Menschen mit Behinderung und Inklusion hinaus, auch den Menschenrechten verpflichten. Und das ist übrigens ein interessanter Ansatzpunkt für die politische Gestaltung auch, weil wir haben in Deutschland ja doch eine internationale Sportorganisation, nämlich das IPC. Und da könnte eben Deutschland und der deutsche Gesetzgeber auch etwas tun, um dort menschenrechtliche Vorgaben zu formulieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Burgheim. Wir beginnen jetzt mit der zweiten Frage- und Antwortrunde. Als erstes hat das Wort die Kollegin Frau Türk-Nachbau. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Burkheim, Sie bringen mich gerade, oder Sie haben mit Ihrem Wortbeitrag mich gerade zu der Fragestellung gebracht, die ich Herrn Borcher gern stellen möchte. Wir sprechen von Inklusion und davon, dass sich auch der Behindertensportbund sich diesen Menschenrechten verpflichten muss. Können Sie vielleicht zwei Sätze dazu sagen, das additiv zu dem, was ich jetzt gern an Sie als Frage stellen möchte. Und meine zweite Frage wird sich dann an Herrn Burkheim richten. Also zum einen zum Thema Inklusion oder Behindertensport. Und es ist gut natürlich, dass die Sportverbände endlich erkannt haben, dass sie eine Verantwortung für die Achtung der Menschenrechte haben. Mit zwei Großereignissen im Jahr 2022 ist das, glaube ich, auch mehr als nötig, dass wir uns damit befassen. Es gibt ja einen internationalen Standard, das haben wir hier mehrfach schon gehört, den die UNO vor über einem Jahrzehnt schon festgelegt hat. Und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde auch von meinem Kollegen Haidt eben schon erwähnt. Für die Sportverbände, die Veranstaltungen organisieren, bedeutet das, dass sie Erwartungen in dreierlei Hinsicht auch erfüllen müssen. Zum einen geht es um die sorgfältige Prüfung, um zu verstehen, welche negativen Auswirkungen diese Veranstaltungen auf die Menschen und die Rechte der Menschen in diesem Gastgeberland haben. Und dann müssen Sie auch anfangen, Risiken abzuschwächen, wenn Sie denn Risiken erkannt haben. Und vor allem Prior 1 ist Abschwächung der Risiken beim Thema Menschenrechte. Und dann müssen Sie natürlich mit den Partnern im Gastland alle Einflussmöglichkeiten nutzen, um diese Risiken abzuschwächen. Meine Frage nun, inwieweit ist das in Peking gelungen? Inwieweit wird das in Katar gelingen? Und meine Frage an Herrn Burkheim. Wir reden immer von Groß- oder wir haben viel von Großveranstaltungen gesprochen, aber es betrifft ja auch die kleinen Vereine vor Ort, in jedem kleinen Ort. Wie können wir es dort anstellen, dass Vereine in den Orten sich an Menschenrechtskonventionen halten? Danke. Vielen Dank. Herr Borcher, Sie haben das Wort. Ja, zur Inklusion im Sport ist grundsätzlich zu sagen und auch aus der Sicht der internationalen Behindertensportverbände und namentlich des DBS, dass in der Leistungssportreform der Bundesrepublik beispielhaft umgesetzt worden ist, der Sport von Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung auf Augenhöhe. Punkt 1. Die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention dieses Haus 2009 hat dazu geführt, dass weltweit über 180 Organisationen, die alle als NPCs im IPC sind, diese Konvention ratifiziert haben in ihren Ländern. Und es findet keine Diskriminierung bei paralympischen Spielen statt. Übrigens, ich will es immer wieder sagen, diese paralympische Bewegung, das sind keine paraolympischen Spiele und das sind auch keine olympischen Spiele für Behinderte. Das sind eben die Paralympics. Auch schon allein dieser Satz oder diese Wortwahl ist ein Respekt gegenüber den Menschen mit Behinderung. Immerhin hat der jüdische Arzt Sir Ludwig Goodman in Stoke Mandeville die paralympische Bewegung 1948 begründet. Er musste vor den Nazis fliehen und hat dort Kriegsverletzten Stabilisierung in ihrer Rückenfunktion durch Bogenschießen beigebracht. Und so hat sich das aufgebaut, wo wir heute eben zu der schon erwähnten drittgrößten Veranstaltung. Unsere Athleten haben im Vorfeld von Peking gesagt bekommen, wie auch im Übrigen, Herr Klein, Ihre Athleten, die olympischen Athleten, dass diese Erklärung seitens des Organisationskomitees auf Deutsch, wenn Sie sich äußern gegen den Staat China, haben Sie die
Konsequenz des Gesetzes zu treten. Daraufhin habe ich unseren Athleten gesagt, das gibt es, aber ich werde nie euch verbieten, dass ihr sagt, was ihr denkt. Ich habe das auch eine Zeit lang getan, bis zum Ende, da habe ich immer den Reportern gesagt, die Antwort kriegen sie, wenn ich wieder auf deutschem Boden bin. Das wurde dann als Maulkorb an die Athleten umgesetzt. Ich habe das als Fürsorgepflicht empfunden. Das sage ich nicht rechtfertigend, sondern hinweisend an dieser Stelle. Und es ist auch unrichtig, dass olympische und paralympische Athleten unterschiedlich behandelt werden und auch nicht diskriminiert. Wir haben Länder dabei, die Mitglied im Internationalen Paralympischen Komitee sind. Da ist der Anteil der Frauen gering. Und da, wo sie eben im Sport antreten, auch dann auch mit Kopftüchern, aber nicht mit Vollverschleierung. Herr Burkheim, bitte schön. Ja, herzlichen Dank und vielen Dank für die wirklich auch sehr spannende Frage und sehr berechtigte Frage. Sie haben tollerweise ja die heutige Anhörung auch Menschenrechte und Sport genannt. Und das meine ich von ganzem Herzen, weil es ja oft so ist, dass die Sportgroßveranstaltungen dafür sorgen, dass wir uns mit diesem Thema in irgendeiner Form auseinandersetzen. Die letzten Jahre haben vielleicht ein bisschen eine Möglichkeit gebracht, auch mal einen Schritt zurückzutreten von dem Dauerfeuer des Sportbusiness, sage ich jetzt mal, den oft tollen Bildern, die ich auch oft genieße, des Sports und der Ergebnis, sagen wir mal, Verfolgerei. Sondern es ging auch darum, dass kleine Vereine in der Zeit ums Überleben kämpften und so weiter und dass wir die Frage im Raum stehen haben, was kann man solchen Vereinen eigentlich auch noch zusätzlich aufbürden und gleichzeitig Ihre Frage im Raum stehen haben, die ich natürlich aus meiner Rolle heraus auch sehr trefflich und nachvollziehbar finde, wie können wir da menschenrechtliche Sorgfalt einbetten. Ich glaube, wenn man sich die UN Guiding Principles anguckt und auch den nationalen Aktionsplan, das Lieferkettengesetz, es ist ja so, dass es schon eine klare Abstufung gibt, in dem wer wie verpflichtet wird. Ja, Lieferkettengesetz verpflichtet zunächst mal nur ganz große, nämlich 3.000 Mitarbeiter plus und nur Unternehmen. Der NAP richtet sich an alle Unternehmen, aber da auch mit der Aussage, und das kommt aus den Guiding Principles, jeder macht so viel, wie es eben im Rahmen seiner Möglichkeiten erwartbar ist. Und gleichzeitig auch so viel, wie er eben gefordert ist, weil es eben auch davon abhängt, wie viele Risiken sind in meinem Umfeld. Nun ist aber sicher so, es gibt in jedem Sportverein menschenrechtliche Risiken. Und das ist auch nochmal ganz, um das klar zu machen, weil das ist uns ein großes Anliegen als Verein, zu sagen, menschenrechtliche Risiken sind in der Umkleidekabine, sind in der Belastung von Athletinnen und Athleten, insbesondere Jüngeren, sind im Bereich von Gesundheitsschutz, sind im Bereich der Diskriminierung, liegen überall im Sport, spielen sie auch eine Rolle und eben nicht nur bei Sportgroßveranstaltungen und nicht nur bei Spitzenathletinnen und Athleten. Und da möchte ich ganz klar sagen, einerseits, es ist wichtig, dass ein riesiges und großes Bewusstsein dafür geschaffen wird. Und dieses Bewusstsein, auch wenn schon sehr, sehr viel, und ich rede immer viel von Risiken, das ist eine gewisse Deformation professionell in dem Fall, aber dieses Bewusstsein, dass man hier mit Menschenrechten zu tun hat, ist in der eigenen Vereinstätigkeit oft gar nicht so da. Und das ist eigentlich ein sehr einfacher, aber auch ein sehr schwieriger Schritt, dahin zu kommen, den Verantwortlichen und auch Übungsleiterinnen und Übungsleitern in Vereinen das zu vermitteln. Es ist eines der Ziele, was wir uns gesetzt haben als Verein, da Schulungsangebote zu ermöglichen. Wir können das sicher nicht in der ganzen Breite, da sind wir uns bewusst, aber wir werden da nach Lösungen suchen wollen und es wäre toll, wenn da auch von Seiten des Bundestags und von Seiten politisch Verantwortlicher eine Unterstützung im Sinne von Schulungsmaßnahmen für Menschenrechte im Kontext von Sport, sowohl in organisiertem Sport als auch in Bildungseinrichtungen, in Schulen, in Universitäten und so weiter, spielt das Thema auch eine Rolle und sollte vermittelt werden, wenn diese Unterstützung erfolgen kann. Und das wäre, glaube ich, meine Antwort, die ich Ihnen hier gebe. Vielen Dank.
Als nächstes hat das Wort Herr Brandt und Herr Dr. Geisler. Wir teilen uns die Zeit. Ich möchte auf eine Aussage von Herrn Michalski aufmerksam machen im Zusammenhang mit Olympia, der sicherlich auch für die Fußballverbände gelten könnte. Und ich glaube, hier gibt es ein Betätigungsfeld für den Menschenrechtsausschuss, Verbündete im Bundestag zu suchen. Ich zitiere das mal. Der Bundestag kann die Leiter der internationalen, nationalen Olympischen Komitees auffordern, über Menschenrechtsverletzungen im olympischen System auszusagen und Rechenschaft abzulegen. Herzlichen Dank für diesen Vorschlag. Und ich will auch Herrn Sachverständigen Burkheim ansprechen, der hier in seiner Stellungnahme schreibt, die Bundesregierung formuliert bislang keine explizite Anforderung an den organisierten Sport, einer Menschenrechtssorgfaltspflicht insgesamt nachzukommen. Er anerkennt ein Postulat im Koalitionsvertrag, ist nachzulesen dort, aber sagt dann, es macht eine menschenrechts- und sportpolitische Konkretisierung und Umsetzung in den kommenden Jahren erforderlich. Also insofern, glaube ich, kann man heute feststellen, Leitprinzipien Vereinten Nationen, prima, ganz klasse, aber es mangelt an der Umsetzung. Und deswegen möchte ich an Herrn Michalski die Frage stellen, dass er vielleicht zu diesen Themen und anderen noch mal uns teilhaben lässt an konkreten Vorschlägen für uns, an die deutsche Politik, an Umsetzung, die wir mit auf den Weg bringen können. So, wir hatten eigentlich vereinbart, dass wir 35 Sekunden... Wenn du jetzt weiter redest, ja. So, also ich mache jetzt Folgendes. Wir haben jetzt ganz viel drüber geredet. Herr Beucher, wir haben Sie als Sachverständigen benannt, weil wir Ihnen vertrauen auf Basis dessen, was Sie einfach seit Jahrzehnten machen. Und meine Frage ist ganz konkret, wie kriegen wir das hin, dass wir das auch bei den anderen Sportverbänden, dieses Vertrauen wieder haben? Weil wir wissen, dass Sie einfach... Also bei Ihnen menschelt's. Und das haben Sie auch gesagt bei all Ihren Aussagen, die Sie gemacht haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir diesen Wert des Sports, den der Herr Klein vorhin angesprochen hat, der Menschlichkeit, dass wir den einfach wirklich auch mit den anderen Spitzensportverbänden hinbekommen. Was ist denn Ihre Idee, wie wir das hinkriegen? Also die Tatsache, dass die Diskussion in Peking während der Olympischen und Paralympischen Spiele stattgefunden hat, weltweit hat schon eine qualitative Beänderung. Ich darf ja nicht als Sachverständige Sachverständige fragen, aber würde einfach gerne von Herrn Michalski das bestätigt bekommen, dass diese Diskussion an Fahrt aufgenommen hat. Ob die jetzt menschlich an Fahrt aufgenommen oder sachlich. Und ich muss auch hier da auch noch was richtigstellen in Richtung DOSB. Ich habe das eben zugeschickt bekommen. Am 16. Januar haben Herr Weikert und ich eine Presseerklärung zu den Menschenrechten herausgegeben in China und zu den Verhaltensweisen. Und wir hatten vorher verabredet, Herr Klein, das ist jetzt nicht der berühmte Bonbon an die Backe, mit den Athleten Deutschland eine gemeinsame Erklärung zu machen. Warum die nicht hingehauen hat, das weiß ich nicht. Sachlich sind wir ja da auf der gleichen Ebene. Und, Herr Dr. Geisler, die Tatsache, dass jetzt, das sind keine blumigen Worte, sondern das ist eben Sorgfalt vor Schnelligkeit, wenn jetzt diese Wertediskussion über einen Wertebeirat, um das genau praktisch Werte in Haltung und konkretes Handeln umzusetzen. Das ist mir lieber, dass das Stück für Stück kommt. Wir haben in den nächsten drei Wochen keine Spiele in Peking. Ohne, ich will das ja auch nicht vergessen machen. Das steht auf der Agenda. Und deshalb reiche ich dieses Vertrauen eben weiter, auch in die DOSB-Führung, wo ich ja nur ein Teil bin. Wir sind jetzt durch die Pandemie, leiden wir fürchterlich, was Mitgliederverlust angeht. Wir sind jetzt nur noch der 14. größte Sportverband von den 80 deutschen Spitzensportverbänden. Also ich bin da ein kleines Licht. Nur ich habe einfach laut zu sagen, was ist. Das ist was Entscheidendes. Und Herr Brandt hat mich ja eben begrüßt mit als freiem Mitarbeiter der FAZ sinngemäß. Der Herr Reinschott hat einfach aufgegriffen. So, und das ist der Punkt. Und Sie als Abgeordnete haben ja alles Wahlkreise.
Und in den Wahlkreisen sind Sportvereine. Das war im Sport keine Frage, die Menschenrechte. Da haben sich Einzelne für interessiert. Das ist ja das Schöne, dass wir Athleten Deutschland haben, dass die sich natürlich auch aus einer Konfliktsituation heraus entwickelt haben. Die Leute interessiert, wie das Spiel am Wochenende ausgeht und so. Und da sind wir auf einer stückweise ganz wichtigen Sache. Und da hat Peking eben mit zu beigetragen. Und die internationale Wertediskussion will ich nicht abtun. Ich habe meinen Augen gerieben, als Herr Vettel erklärte, dass er nicht nach Sotschi teilnimmt. Und ich habe noch mehr die Augen gerieben, als dann der Automobilverband dieses Rennen in Sotschi abgesagt hat. Da muss man mal die Quanten sehen. Es gibt einzelne Fußballer, die sich erklären. Das nimmt zu. Ja, Neureuther, klar, ich war jetzt am Überlegen, ich war eben kam Bayern München für euch da, was hat der Neuer denn gemacht und so. Nein, also ganz hervorragend. Ja, aber das ist ein Punkt. Aber nehmen Sie zur Kenntnis, da sind wir erst am Anfang. Und ich finde das ja toll, dass das hier stattfindet. Ungeachtet der Tatsache, dass Sie mich eingeladen haben. Herr Michalski, bitteschön. Ja, also neben dem finanziellen Hebel, den ich vorhin schon angesprochen habe, ist es nötig, dass die Politik sich sozusagen mit an Bord begibt. Menschenrechtsorganisationen haben ungefähr vor 15 Jahren angefangen, ja, spätestens seit Beijing 2008 auf die Verbindung von Sport und Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen. Dann hat es ein bisschen gedauert. Ich selber war Journalist, bevor ich bei Human Rights Watch gearbeitet habe und kann mich an Diskussionen in den Redaktionen erinnern, ob denn die Sportredakteure sich überhaupt kümmern sollen um Menschenrechte und Politik oder Korruption, Menschenrechte und Sport oder Korruption und Sport. Und das hieß immer, nee, lass mal. Das hat sich geändert. Ja, das auch auf Ihre Frage oder Ihre Anregung zurückkommt. Die Diskussion ist am Laufen. Die Medien haben dieses Thema groß aufgenommen. Ich erinnere jetzt an die Winterolympischen Spiele. Da war bei den Eröffnungsfeiern und bei der Verabschiedungsfeier war jeder zweite Satz sozusagen polemisch, sage ich es einfach mal so, richtete sich auf die Verhältnisse der Menschenrechtssituation in China. Das ist gut. Und da sollte der Sport mit reinkrätschen. Wie Herr Borchert schon gesagt hat, Sie sind vernetzt auf der lokalen Ebene, Sie sind vernetzt auf der nationalen Ebene. Das ist wichtig. Die Berichtspflicht ist wichtig, aber auch in dem Sinne, also Berichtspflicht, was Sie angesprochen haben, der einzelnen Sportverbände, in dem Sinne aber wahrscheinlich auch eine Verschärfung des Lieferkettengesetzes. Wir haben ja heute schon hin und wieder gehört, dass das Lieferkettengesetz sich nur auf ein oder zwei Verbände überhaupt anlegen lässt. Das muss sich verändern, damit eben Dinge durchgesetzt werden, wie zum Beispiel ein Wiedergutmachungsfonds. Wir fordern von der FIFA, dass sie den Familien Wiedergutmachung zukommen lässt, die auf den Baustellen der WM-Stätten gestorben sind. Da hört man bis jetzt von der FIFA nicht. Das sind zum Beispiel Dinge, die die Politik mit antreiben kann. Danke sehr. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort Herr Lux. Ja, herzlichen Dank für die gute Anhörung hier bis hierher. Ich finde es wirklich sehr aufschlussreich. Ich finde sowohl einen internationalen Aspekt und einen nationalen Aspekt, zu dem ich später komme, sehr relevant für uns. Einmal ein internationaler Aspekt. Hier ist ja nicht der einzige Ort, wo der Diskurs über Sport und Menschenrechte geführt wird. Er wird natürlich auch von eben auch kommerziellen Sportverbänden geführt. Und da wundert man sich ja schon manchmal, wenn man sich Pressemitteilungen der FIFA beispielsweise anschaut, die sich dann selbst auf die Schulter klopft, dass ausgerechnet sie als Organisation die Arbeitsbedingungen der Menschen in Katar massiv verbessert hätten. Und da würde ich gerne von Frau Niederfranke wissen. Sie sind ja als internationale Arbeitsorganisation genau dafür zuständig. Wie haben Sie das Agieren von den großen Akteuren erlebt? Und
Was denken Sie, muss passieren, damit wir auch als Bundesrepublik Deutschland die großen Akteure viel stärker dazu anhalten, auch ihrer moralischen Verantwortung wirklich nachzukommen, insbesondere im Hinblick auf die Arbeitssituation? Und eine Frage noch an Herrn Klein zur nationalen Dimension. Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme auf die Safe-Sport-Studie hingewiesen, die ich sehr erschreckend fand von Ihren Ergebnissen. Könnten Sie das noch mal ein bisschen genauer ausführen, was dort Probleme von KaderathletInnen sind und vielleicht auch noch mal Ihre Erwartungen sowohl an Sportverbände formulieren als auch an Politik, was getan werden muss, damit eben auch in dem Bereich des Leistungssports auch in Deutschland und durch deutsche Institutionen Menschenrechte eingehalten werden? Vielen Dank. Frau Dr. Niederfranke, Sie haben das Wort. Ja, ich fange mal an. Ich muss Ihnen sagen, dass ich oder wir zu keiner Zeit erlebt haben, dass die FIFA ein Treiber zur Veränderung der menschenrechtlichen Situation im Kontext der Vergabe der Fußballweltmeisterschaft war. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wie das zustande gekommen ist. Es ist durch eine öffentliches Anprangern von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty und durch eine Rüge im Governing Body der Internationalen Arbeitsorganisation zustande gekommen, an der eben nicht nur die Regierungsvertretungen, sondern die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmervertretungen an einem Strang gezogen haben und gerügt haben. Und daraufhin hat Katar sich an uns gewandt als Mitgliedsland und bekundet, dass es einen Reformwillen hat. So ist das zustande gekommen. Also als Akteur haben wir das nicht erlebt und auch in keinem anderen Zusammenhang. Wir sind auch nicht eine Organisation, die Vereinten Nationen ist auch keine Menschenrechtsorganisation, die jetzt auf Zuruf von Verbänden agiert, sondern wir agieren, wenn Staaten aktiv werden. Deutschland hätte aktiv werden können oder kann jederzeit aktiv werden, wie es das auch in Bangladesch und in anderen Ländern getan hat und gesagt haben, wir möchten gerne dort Entschädigungsleistungen für Opfer von Brandstätten geben. Könnt ihr das organisieren? Könnt ihr daran beteiligt sein? So arbeiten wir. Und ich würde immer den Finger an dieser Stelle tatsächlich Richtung Politik, also Parlament und Regierung, zeigen. Sie haben die Verbindung zu den Sportverbänden. Sie haben auch die finanziellen Flüsse zu gestalten. Und aus unserer Sicht ist das der entscheidende Hebel an der Stelle. Wenn wir dann gefragt werden, da einbezogen zu sein, dann werden wir aktiv. Aber wir sind anders als NGOs oder wir haben einfach eine andere Stellung. Oder wenn Gewerkschaften aktiv werden und Arbeitgeberverbände. Aber die Sportverbände, ganz ehrlich, haben wir zu keinem Zeitpunkt als Treiber erlebt. Und im UN-Kontext sind sie nicht vorstellig geworden. Also das kann ich sehr klar sagen. Und natürlich ist es ein globales Geschäft. Das würde ich auch gerne noch mal sagen. Wenn wir über internationale Großsportveranstaltungen reden, dann können wir nicht nur über das Agieren in der Bundesrepublik sprechen, sondern dann muss es im Austausch mit den Verbänden tatsächlich dieser globale Aspekt mit reingenommen werden. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Zweite Sache, die Sie noch gefragt haben, war zu Herrn Klein. Ne? Alles klar. Gut. Ja, vielen Dank nochmal für die Frage rund um den nationalen Kontext. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das nicht außer Acht lassen, dass es hier nicht nur um Sportgroßveranstaltungen fernab von Deutschland geht, sondern es gibt hier Menschenrechtsrisiken für viele Gruppen im Sport. Die Spitzenathletinnen und Athleten sind eine betroffene Gruppe. Man sollte die Gruppen aber im Übrigen auch nicht gegeneinander ausspielen. Zu der Frage, ganz grundsätzlich, die Spitzenathletinnen und Athleten sind Menschenrechtsrisiken ausgesetzt. Sie sind sehr vielseitig. Sie haben konkret mit Blick auf SafeSport gesprochen. Es gibt da eine repräsentative Studie. Etwa 1500 Kaderathleten und Athletinnen wurden befragt. Die Ergebnisse sind eigentlich schockierend. Fast 90% haben psychische Gewalt erlebt.
fast 30% körperliche Gewalt und eben der Bereich sexualisierte Gewalt 37%, davon insgesamt eben 12% schwere sexuelle Gewalt. Das kann sexueller Kindesmissbrauch, Vergewaltigung, unerwünschte sexuelle Berührungen am Körper oder wiederholte sexuelle Belästigungen umfassen. Das Problem, das wir haben, ist, dass den Anlaufstellen, den Kontaktpersonen innerhalb der Sportstrukturen kein Vertrauen aus betroffenen Sicht geschenkt wird. Es kann natürlich sein, dass man sich an interne Strukturen wendet, aber interne Anlaufstellen werden eben der Institution des Täters, der Täterin zugeschrieben. Deshalb ist es so wichtig, unabhängige Mechanismen zu haben, dass man ein unabhängiges Zentrum hat für Safe Sport, wie es jetzt auch implementiert werden wird hier in Deutschland, das Beschwerden entgegennehmen kann, wo Beschwerden nicht im Sand verlaufen, wo sichergestellt wird, dass Untersuchungen eingeleitet werden, wo dann im Zweifel aber auch Durchgriff erfolgen kann, sanktioniert werden kann, vielleicht aber auch Streitbeilegung passieren kann. Das Problem ist aktuell, dass kein Verband durchgreifen kann. Selbst der DOSB kann nur Empfehlungen aussprechen zu anderen Verbänden. Und wir stehen hier vor einer organisierten Verantwortungslosigkeit im Umgang mit solchen Fällen. Und das erstreckt sich eben nicht nur auf interpersonale Gewalt, sondern es geht eben hier um Menschenrechtsrisiken und die sind eben auch noch anders gelagert. Zu der Rolle der unterschiedlichen Akteure. Der DOSB, der organisierte Sport, hat eine Verantwortung auf Basis auch der UN-Leitprinzipien und muss eben diese umfassenden Menschenrechtsstrategien jetzt angehen. Da braucht es eine Agenda. Ich darf vielleicht die Frage von eben dann auch richtig beantworten oder im Grunde genommen das einfach nur ergänzen. Es hat einen Austausch stattgefunden, habe ich mir jetzt auch sagen lassen. Das habe ich aber auch schon gesagt, dass wir im Austausch stehen. Aber das war ein globaler Austausch, ein Kick-off, wo viele Themen angesprochen wurden. Wir haben unsere Themen natürlich vorgebracht, auch wie schon vorher, vor den Spielen. Aber das war eher dann seitens des DOSB passiv. Und wir erwarten uns davon eigentlich der Dachorganisation des organisierten Sports etwas mehr Substanz, wenn es eben um die Formulierung von Menschenrechtsstrategien geht. Das ist explizit, möchte ich darauf hinweisen, dass das neue Präsidium einen Dachverband in der Krise übernommen hat. Es geht hier, wir sollten da also auch jetzt nicht Herrn Weikert oder das Präsidium irgendwo kritisieren. Die sind neu, aber es geht einfach darum, dass wir jetzt nach den Spielen einen Startschuss legen sollten hier in Deutschland. Der organisierte Sport muss handeln, der Staat aber auch. Der Staat finanziert den Spitzensport mit im dreistelligen Millionenbereich und muss eben seine Finanzierung an die Erfüllung von menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten knüpfen. Wenn der Sport eine Strategie macht zur Erfüllung dieser Sorgfaltspflichten, dann sind wir alle fein weg. Dann passiert das ja auch, dann wird das ja auch umgesetzt. Das ist ein Prozess, das wird dauern, aber das sind die Hebel. Und langfristig, mein letzter Punkt, wird eben ein unabhängiges Zentrum für Safe Sport vielleicht ausgebaut zu einer nationalen Integritätsagentur. Einfach, dass wir einen Wandel, einen Paradigmenwechsel in der Governance von Integrität haben, sodass es eben unabhängige Mechanismen gibt, die mit menschenrechtlichen Risiken umgehen können, wo wir dann am Ende auch das Thema Wiedergutmachung haben. Das wurde jetzt auch im Kontext der Fußball-WM besprochen. Es braucht diese Beschwerdeverfahren, was braucht auch Verfahren für Wiedergutmachung, um Abhilfe zu schaffen. Und da haben Sie sich als Politik ja schon auf den Weg mit dem Zentrum für Safe Sport begeben. Und die Welt schaut zu, dass hier in Deutschland wirklich Großes passiert. Vielen Dank, Herr Klein. Nächste Frage stellt Herr Braun. Ja, vielen Dank fürs Wort. Das ist jetzt auch ganz interessant so in der letzten Stunde. Die Sportspitzenverbände, die sich darüber beklagen, dass wir jetzt sie nicht eingeladen hätten in die Runde hier. Ja, die Sportspitzenverbände sind ja auch sehr gut und stark vernetzt mit der Parteipolitik. So ist es ja nicht. Also, und insofern frage ich mich immer, wo das Problem da ist. Denn der Herr Weikert, da sage ich jetzt, okay, der ist neu. Da habe ich auch in Sachen China geäußert, wir sollten Verständnis haben, dass er nicht verantwortlich ist für alle Fehler, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten von seinen Vorgängern gemacht worden sind. Man sollte sich zum Beispiel auch mal erinnern, dass Herr Michael Vesper 11 Jahre lang Chef des DOSB war in Deutschland. Das ist ein ehemaliger Grünen-Politiker, der viele, viele Jahre Minister war. Warum reden wir über solche Verantwortlichkeiten nicht? Warum reden wir nur über die jetzigen Funktionäre und tun so, als ob die Politik, sage ich mal, keine Erblasten hat, auch die Sportpolitik? Herr Vesper hat sich ja auch zu China 2008 nicht gerade
dort nicht glücklich verhalten und nicht glücklich geäußert. Jetzt meine Frage an Herrn Klein. Zunächst einmal der Ringer Afkari, 2020 iranischer Ringer, hingerichtet im Gefängnis, Regimegegner. Öffentlicher Protest, was bringt das? Sie haben darauf hingewiesen, dass es den Sportlern natürlich im Regelfall schwerfällt, den Protest zu machen. Aber was sagen Sie als Sportvertreter oder Sportlehrvertreter, wenn öffentlicher Protest von den Medien, der Politik, von anderen Menschen kommt? Entsprechend, wir haben einen ähnlichen Fall mit der iranischen Schachschiedsrichterin Shohrebayat. Die hat ihr Kopftuch abgelegt bei der Schach-WM, gab Angst vor Verhaftung. Wie stehen Sie dazu? An Frau Mirso auch diese beiden Fragen, ob öffentlicher Protest hilft. Und dann hätte ich gerne noch mal über das Kafala-System etwas gewusst, weil das ist mir jetzt nicht ganz überzeugend. Hat sich wirklich was verbessert in Katar grundlegend? Oder ist dieses System, diese Sklavenarbeit nicht doch noch in dieser Form oder in ähnlicher Form vorhanden in den letzten Jahren? Vielen Dank. Herr Klein, bitte. Ich habe Ihre Frage so verstanden, dass Sie danach fragen, ob öffentlicher Protest von Athletinnen und Athleten hilfreich ist. Von Athleten beziehungsweise ob Sie als aus der Sicht von Athleten sagen, das hilft uns bei bestimmten Sachen, weil wir es vielleicht nicht äußern müssen, denn wir sind ja Sportler und haben unsere Verträge, Abmachungen, dass wir an bestimmten Stellen leider schweigen müssen. Es ist so, dass es sicherlich für Athletinnen und Athleten, die in großen Abhängigkeitsverhältnissen stehen, deren eigene Meinungsfreiheit etwa durch die Regel 50 auf dem Podium pauschal eingeschränkt wird, weiterhin eingeschränkt wird, hilfreich ist, wenn zum Beispiel im Kontext der vergangenen Spiele Politik, aber auch starke Institutionen wie das Nationale Olympische Komitee ihnen den Rücken frei halten und sie da stärken. Also das kann hilfreich sein. Die Athletinnen und Athleten selbst können sich äußern. Niemand muss sich äußern, aber alle müssen das Recht haben, sich äußern zu können. Und zwar frei und ohne Angst und Sorge vor Repressalien. Da gibt es dann möglicherweise die Repressalien durch den Staat. Das sehen wir in Iran, das sehen wir in China. Wir sehen es in Belarus nach den manipulierten Präsidentschaftswahlen 2020. Und es gibt die Einschränkungen durch die Regelungen der Sportverbände. Und es ist natürlich so, dass die größte Aufmerksamkeit auf den Athletinnen und Athleten dann liegt, wenn sie auf dem Podium stehen. Und sie können, wenn sie das wollen, innerhalb des menschenrechtlich gedeckten Rahmens sich für Anliegen stark machen, für die sie brennen. Diese Freiheit sollten sie haben. Und wenn Athletinnen und Athleten sich aber dazu entscheiden, das nicht zu tun, dann ist das auch ihr gutes Recht. Es geht hier wirklich um Wahlfreiheit. Wir glauben aber an die positive Kraft, die Inspirationskraft der Athletinnen und Athleten. Und wir haben viele Beispiele, wo Athletinnen und Athleten maßgeblich sozialen, gesellschaftlichen Wandel katalysiert haben. Als jüngstes Beispiel ist das zum Beispiel die Black Lives Matter-Bewegung, die wir in den USA ja auch beobachtet haben. Also es gibt da eine Vielzahl von Positivbeispielen. Gleichzeitig, Sie haben ja auch auf negative Beispiele hingewiesen, Athletinnen und Athleten können verfolgt werden. Also diese Realität gibt es. In Belarus möchte ich das Beispiel nennen. Da war der Diktator Lukaschenko und sein Sohn sowohl Vorsitzender vom Nationalen Olympischen Komitee und gleichzeitig politischer Machthaber bzw. eng vertratet in den Sicherheitsapparat. Was passiert, wenn die Athletinnen und Athleten auf die Straße gehen? Eine berühmte Basketballerin wird weggesperrt, Nationalkaderstatus entzogen, Repressalien, Gefängnis, sodass jetzt eine Athletenbewegung aus dem Exil arbeitet. In Iran ist es eine fast traurige Tradition, dass da Athletinnen und Athleten schon öfter hingerichtet wurden. Nach Nawed Afkari gab es mehrere Fälle. Und es ist schon mal anzunehmen, dass das durchaus auch aufgrund des Status als Athlet dort ist. Wir sehen im Kontext von China, im Umgang mit der Tennisspielerin Peng Shuai, was passiert, wenn man sich in China öffentlich zu Missbrauchsvorwürfen äußert. Und das IOC, man muss sagen, einige dieser Fälle stehen nicht in direktem Zusammenhang mit dem Sport. Belarus ganz klar im Zusammenhang mit Sportverantwortlichen. Das IOC hat aber eine Hebelwirkung und kann sich und sollte sich dafür stark machen. Es sollte keinen Zweifel darüber erwecken, dass es politische und wirtschaftliche Erwägungen über seine Sorgfaltspflicht, über den Schutz von Athletinnen und Athleten stellt.
Und mit Blick auf Peng Shuai haben wir sehr konkret gesehen, dass das IOC eher dem chinesischen Regime geholfen hat, das Narrativ des Regimes durchzusetzen, statt sich klar irgendwie für die Spielerinnen einzusetzen. Frau Mirzo, bitte. Ja, zum Fall des Protests von Sportlern. Es ist ein probates Mittel von autokratischen Regimen, dass eben das Sportmittel zur Propaganda genutzt wird. Und gerade wenn eben Athleten sich politisch exponieren, vor allem regimekritisch, wird es gefährlich für sie. Also im Fall des iranischen Ringers Navid Afkari hat sich in Shiraz eben an einer Anti-Regierung-Demo beteiligt. Und dann hat man eben einen Mord konstruiert, den es so wahrscheinlich nie gegeben hat. Das Geständnis ist wahrscheinlich unter Folter zustande gekommen. Protest dahingehend nach seinem Todesurteil international war, dass der umgangen worden ist vom Regime. Eigentlich war seine Hinrichtung für das Jahr 2026 angesetzt. Man hat sie aber vorgezogen, heimlich vollstreckt 2020. Also es gibt einfach Länder, wo man mit internationalem Druck, öffentlichem Druck nicht weiterkommt, leider. Im Fall von der Schachschiedsrichterin Bayat, die iranische Schachschiedsrichterin, die eben ihr Kopftuch sehr schlampig oder individuell eben getragen hat, die hat sich nicht mehr zurückgetraut in den Iran aus Furcht vor Repressalien. Sie lebt jetzt in Großbritannien, hat dort Asyl beantragt. Öffentlich wirksam ist ihr ein Preis zuerkannt worden letztes Jahr im März, eben der International Woman of Courage Award, ist natürlich schöne Symbolpolitik, wird aber den Iran nicht beeindrucken. Zu Ihrer Frage über das Kafala-System. Es hat eine Reform stattgefunden, die aber rein kosmetischer Natur ist. Es hat ein paar Verbesserungen gegeben, die aber den Menschen nicht nachhaltig hilft. Also Kafala bedeutet im Arabischen Bürgschaft oder sogar Kaution. Wenn man sich ein Auto mietet oder eine Wohnung, dann zahlt man Kafala, also Kaution. Das sagt schon viel über diese arbeitsrechtliche Maßnahme aus im Katar. Da leben oder arbeiten um die 2 Millionen Gastarbeiter. Sie tragen die Arbeitskraft von 95% des gesamten Landes. Und wer dort arbeiten möchte, braucht eben nach diesem Kafala-Prinzip einen Sponsor, der für ihn bürgt. Und die Genehmigung ist eben mit, oder die Aufenthaltsgenehmigung ist eben mit dem Arbeitsvertrag eng verknüpft. Und bis vor kurzem, bevor eben der internationale Druck eingesetzt hat, dass man das Kafala-Prinzip eben reformiert hat, war das eben so, dass man ohne Zustimmung des Arbeitgebers weder kündigen noch den Arbeitgeber wechseln konnte, geschweige denn das Land verlassen konnte. Und es ist halt immer noch so, dass viele Arbeitgeber oder diese Kafala-Sponsoren die Reisepässe konfiszieren, dass die Leute gar nicht nach Hause dürfen. Nach der Reform ist es so, dass die Arbeitnehmer eben ausreisen dürfen, allerdings mit der Auflage, dass sie das 72 Stunden vorher beim Arbeitgeber ankündigen müssen, was nach sich führt, dass da sozusagen Vergeltungsmaßnahmen betrieben werden. Also es wird Rache ausgeübt, weil man will die Leute im Land halten. Das ist ja wie also moderne Sklaverei, kann man schon sagen, oder Zwangsarbeit. In der Zeit ist es vorgekommen, dass die Arbeitnehmer beschuldigt worden sind, was geklaut zu haben oder sich unentfernt dem Arbeitsort unerlaubt entfernt haben. Und das birgt natürlich hohe Risiken für die Arbeitnehmer selber oder für die wirtschaftliche Existenz ihrer Angehörigen, weil sie bei Verfehlungen eben entweder inhaftiert oder ausgewiesen werden können. Also zusammenfassend kann man sagen, dass das Kafala-Prinzip eigentlich ein moderner Frondienst ist, eine Zwangsarbeit und nichts anderes. Danke. Vielen Dank. Für die FDP würde ich jetzt gerne zwei Fragen stellen, und zwar sowohl an Frau Harvey und auch an Herrn Michalski. Und zwar im letzten Jahr hat sehr viel Betroffenheit der Fall des Turnarztes Larry Nassar ausgelöst. Und dieser wurde letztendlich zu 175 Jahren Haft verurteilt für seine sexuelle Übergriffe an Minderjährigen.
Herr Burgheim hat die Schulungen angesprochen. Ich glaube nicht, dass in diesem Fall Schulungen helfen. Deshalb meine Frage, wie kann man im deutschen Sport aktive Strukturen schaffen, um sexuellen Übergriffen in Sport vorzubeugen? Und meine zweite Frage betrifft die Kritik an Regierungen, und zwar bei den Olympischen Spielen 2020/21 in Japan gab es den aufsehenerregenden Fall der belarussischen Sportlerin Kristina Timanowskaja. Mich würde interessieren, sie sollte sogar aus Tokio eben durch belarussischen Geheimdienst entführt werden. Wie ist Ihre Position oder welche Bemühungen sollten unternommen werden, um Sportler anderer Nationen bei den großen Veranstaltungen zu schützen, wenn sie eigene Meinung äußern und Kritik an den Regierungen ausüben? Mhm. Zwei Fragen an zwei Sachverständigen. So, do I have the first question or both questions? Yes, please. Both questions. Please. Okay, terrific. All right, thank you. First of all, Larry Nassar and my colleague, Mr. Klein, has mentioned this. One of the fundamental problems in sport, and this is where Larry Nassar and people like him happen, and that is because the grievance mechanism, which is a very complicated term for just saying a way to report abuse, is not fit for purpose within sport. So the way you report that something's happened to you is to report it oftentimes to the organization that may be sanctioning the person who abused you as an employee, as a consultant, as a doctor, as a coach. So what's very critical to arrest this cycle and to have those who've been affected feel safe is that the reporting mechanism must be safe. And the entire process needs to be dedicated to protecting the victim from harm, not protecting the sporting organization that may or may not be involved. So there needs to be that paradigm shift to protecting the people who've been affected first. And oftentimes that is accomplished through an independent reporting mechanism, an independent investigation mechanism. This is absolutely broken in sport. The Afghan women's national soccer team, there's another example, right? How do you process that through the ethics chamber at FIFA? Mm-hmm. It doesn't work. It's not built for purpose. So this is what must change. This is why an entity like a safe sport construct here is so important. I've met the Larry Nassar survivors, and I have to say, for everything that sport has given me personally, it has taken from them. For the rest of their lives, their relationship with sport is fundamentally different from mine, and that is not acceptable. The second question around criticism of government and the Belarusian athlete. I think one thing, people see Olympic athletes or World Cup athletes, and they think they're superhuman. Athletes, particularly Navid Afkari and the athlete that you mentioned, are hugely vulnerable. They're vulnerable because the power structures, the more elite the athlete you are, the greater the chances are that you're going to experience some sort of abuse because of what you mean and what's at stake. So what you mean, if you're Navid Afkari and you're protesting, that's a big threat to the government. What it means when the athletes in Belarus protest, that's a big threat to the government. So when athletes do this, they are taking enormous risk. And for me, they are human rights defenders. Because if you apply the definition of what a human rights defender is, I don't see any difference between what Navid Afkari chose to do and this athlete chose to do and the consequences of what the consequences that they paid. So it is incredibly important that when an athlete is singled out and targeted, that they are protected. And sport can protect that, but also governments can assist. Michalski.
Ja, es tut mir leid, dass ich dem eigentlich kaum etwas zufügen muss. Also ich schließe mich dem hundertprozentig an. Vielleicht nochmal, um zu unterstreichen, wichtig ist tatsächlich der Schutz. Um den zu gewährleisten, müssen die Verbände wahrscheinlich von Grund auf reformiert werden. Es kann nicht sein, dass da irgendwo so eine Altherren-Clique sitzt, die Macht willkürlich tut, was sie will. Es braucht geschützte Beschwerdemechanismen, wo sich Opfer hinrichten, hinwenden können. Und im Fall der belarussischen Athletin zeigt sich, wie tief und wie wichtig der politische Zugriff von Machthabern ist auf den Sport. Und deswegen sitzen wir ja hier. Wenn Menschenrechte nicht so selbstverständlich in den Sport, in das sportliche Denken einfließen, wie zum Beispiel Gedanken der Nachhaltigkeit, des Umweltschutzes und so weiter oder Fairplay innerhalb des Spiels, dann werden immer wieder solche Missbräuche passieren, ob sie jetzt politischer oder sexueller Art und Weise sind. Wir haben noch Zeit, wenn ich ergänzen kann. Mein Mann hat bei den Olympischen Spielen in China beobachtet, dass die Sportler regelrecht einen Mundkorb oder Maulkorb verpasst bekommen haben und sie sich überhaupt nicht politisch äußern durften. Wie sehen Sie in der Zukunft überhaupt so eine Organisation solchen Olympischen oder überhaupt Sportevents? Also das darf überhaupt gar keine Zukunft haben. Wir können nur hoffen, und daran arbeiten wir jetzt auch hart, dass die Beispiele China und Katar sich nicht wiederholen. Dabei will ich allerdings betonen, dass die Menschenrechtssituation in China sehr viel schlimmer ist als in Katar, wenn man das überhaupt so verallgemeinern kann. Aber genau deswegen kämpfen wir darum, dass Menschenrechte eben respektiert werden, auch im sportlichen Rahmen geachtet werden, verteidigt werden. Was lastet auf einen Druck auf eine Athletin, auf einem Athleten, der ganz genau weiß, ich werde in eine schreckliche Diktatur fahren, da könnte mir irgendetwas passieren, etwas Schlimmes passieren, wenn ich den Mund aufmache und meine Meinung äußere. Das kann doch nicht sein. Wie kann man dann noch seine Höchstleistung bringen? Man muss doch moralisch und von der ganzen psychologischen Statur sich gut fühlen, um da spielen zu können, dass die Verbände FIFA und IOC den eigenen Mitgliedern, den eigenen Athletinnen und Athleten so etwas zumuten, ist doch eine unglaubliche Frechheit. Es darf nie wieder passieren. Vielen Dank. Frau Nastic hat als nächstes das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage würde ich gerne an Herrn Borcher stellen. Sie haben ja von erheblichen Fortschritten im Bereich der Inklusion bei den Paralympischen Spielen gesprochen. Was könnte Ihrer Meinung nach denn nachgebessert werden? Also das Deutsche Institut für Menschenrechte schreibt, Zitat, als Übungsfeld für das Lernen von Inklusion kann der Sport in andere gesellschaftliche Bereiche wie Bildung, Wohnen und Arbeit ausstrahlen, die bislang stark segregiert sind. Inwiefern teilen Sie diese Aussage und inwiefern bietet denn Sport ein soziales das Umfeld, das sowohl Autonomie als auch Solidarität für einen generellen, ja, anderen Alltag, also einer wirklichen Inklusion, fördern könnte? Also Sport ist ja ein Inklusionstreiber. Es gibt ja praktisch sehr viele gesellschaftliche Felder, wo mittels Sport Teilhabe umgesetzt werden kann. Ich will Ihnen aus verbandspolitischer Sicht sagen, dass wir mit dem Deutschen Olympischen Sportbund zusammen und den Regelsportvereinen auf dem Weg sind, um Teilhabe auch in olympischen Sportvereinen zu ermöglichen, indem sie entweder inklusive Sportangebote machen und oder eben eigene Behindertensportabteilungen. Das schrammt jetzt so ein bisschen aus meiner Sicht die Stellungnahme zur Menschenrechtsdiskussion. Das ist mehr eine innerverbandliche Seite, weil mir sind hier keine Form von Diskriminierungen bekannt. Also ich könnte nicht einen einzigen Fall nennen, wo innerhalb eines Sportvereins aus unseren Strukturen das stattgefunden hat. Gesellschaftlich weiß ich, dass Behinderte nach wie vor in der Gesellschaft diskriminiert werden.
Das fängt auf Schulhöfen an und setzt sich am Arbeitsplatz fort. Das ist aber eine Frage, wo eben die Gesellschaft aufmerksam, man muss das muss in der Bildung muss das den Niederschlag finden, wie Herr Burkheim sagt, mit Schulungen. Und ich erlebe das vereinzelt, also bei Kleinwüchsigen, dass die nach wie vor als Zwerge tituliert werden. Wobei ich da immer gerne das Beispiel von dem Matze Meester bringe, der mit einem anderen Kleinwüchsigen auftrat im Rahmen einer Fernsehsendung. Zwei Halbe für ein Ganzes. Das ist, wie die Gesellschaft mit Behinderung umgeht. Das ist jetzt kein spezifisches Sportthema. Dürfte ich da ganz, ganz kurz nachfragen? Einfach aus dem Grund, also ich kenne die Diskriminierung einfach deswegen nicht vom Sport selbst. Also da gibt es auch sehr viele Vereine, auch in meiner Heimatstadt Hamburg, die sich sehr bemühen. Aber der Zugang ist ja das Problem. Also wenn zum Beispiel gehörlose Menschen ohne Assistenz nicht teilnehmen können, weil ihnen das Nötige nicht zur Verfügung gestellt wird, beginnt das ja schon beim Zugang für viele Menschen mit Assistenzbedarf zum Sport selbst. Ich gebe Ihnen recht, das liegt nicht an den Vereinen, sondern an den, ja, an der Unterstützung. Aber es ist in der Tat ein diskriminierendes Momentum, weil Menschen also mit Assistenzbedarf es gar nicht der Zugang zum Teil dann gewährt wird, weil es gar nicht die nötigen Mittel für die Vereine und die Menschen selbst gibt. Nein, wir müssen einfach konstatieren, wir haben keine barrierefreie Gesellschaft. Und die Tatsache, was wir aus dem dritten Teilhabebericht der Bundesregierung wissen, das war noch vor der Corona-Pandemie, dass der Anteil der Menschen mit Behinderung auf 55% gestiegen ist, die keinen Sport betreiben, hängt auch damit zusammen, dass sie weder die Sportplätze und Sporthallen erreichen, noch wenn sie sie erreicht haben, dort hineinkommen. Und das ist besonders tragisch eben für Sinnesgeschädigte und eben für Menschen mit Assistenzbedarf. Das kann ich generell bestätigen. Vielen Dank. In Anbetracht der Zeit würde ich jetzt gerne zu der Schlussrunde kommen. Jeder Sachverständige hat jetzt noch 3 Minuten für ein Schlussstatement. Dann würde ich bitten, eben, dass wir wieder in der Reihenfolge anfangen, wie zu Beginn der Sitzung. Sollen wir jetzt umgekehrt? Ja, machen wir es umgekehrt, wenn Sie einverstanden sind. Frau Dr. Niederfranke, Sie haben dann als Erste das Wort. Danke, mache ich sofort. Und gerne darf ich bitte noch eine Klarstellung zum Kafala-System nachreichen. Gestatten Sie mir das? Einfach, damit das auch ins Protokoll vielleicht richtig kommt. In der Tat war das und ist, wo es das noch gibt, das Kafala-System in übelste Form von Leibeigenschaft und moderner Sklaverei. Weil Menschen ihre Pässe abgeben, nicht in der Lage sind, Arbeitgeber zu wechseln, sich nicht frei zu bewegen, nicht auszureisen. Diese üblen Teile sind 2020 in einer neuen Gesetzgebung in Katar abgeschafft worden. Sie einschließlich der Abschaffung der Anforderungen, dass Arbeitnehmerinnen eine Ausreisegenehmigung benötigen oder eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, um die Arbeitgeber zu wechseln. Das hat dazu geführt, dass immerhin zwischen September 2020 und März 2022 300.000 Beschäftigte, darunter 7.000 Hausangestellte, den Arbeitsplatz gewechselt haben. Das will ich einfach nur zur Klarstellung sagen. Ich habe ein Dokument in meinen Unterlagen gefunden, seit wann wir mit dem Thema Katar beschäftigt sind in Anhörungen und Ausschüssen. Dies ist aus dem Jahre 2014, gegeben von dem jetzt zukünftigen Generaldirektor der ILO, Gilbert Umbo.
Und er hat damals etwas gefordert, was, glaube ich, etwas ist, was eine Leitlinie für uns ist. Wir brauchen einen integrierten Ansatz bei den Menschenrechtsveränderungen im Bereich der Arbeitswelt und der Sportwelt. Und ein Element, das er noch mal deutlich hervorgehoben hat, neben all dem, was ich auch vorher schon gesagt habe, ist, dass alle Reformen hinfällig sind, wenn Menschen, sei es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder auch Sportlerinnen und Sportler, sich nicht frei und ohne Angst äußern können über Menschenrechtsverletzungen. Das heißt, es braucht bei allen Regularien, bei allen Governance-Strukturen, die aufgebaut werden, diese Möglichkeit, eine unabhängige Stelle zu haben und selber mit anderen gemeinsam die Interessen zu vertreten. Das will ich noch mal sehr, sehr deutlich sagen. Das ist tatsächlich auch, eine der Abgeordneten hat den Finger in die Wunde gelegt, eines der Probleme in der Nichtzulassung von gewerkschaftlichen Vereinigungen. Und das ist etwas, was man wirklich mitfordern und aufbauen muss. Und wenn man dieses integriert in die Maßnahmen, die wir heute diskutiert haben, dann haben wir einen dicken Schritt nach vorne getan. Vielen Dank. Frau Mirsau, bitte. Ja, ich würde dann gerne die Gelegenheit nutzen, weil mir vorhin die Zeit ausgegangen ist, um das noch zu ergänzen, was die arabische Erklärung der Menschenrechte angeht, dass sie eben in ihrer Präambel ausdrücklich bekräftigt, dass sie eben sowohl die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, aber auch die der Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam eben anerkennt und dass eben alles, alle Modernisierungsmaßnahmen und Reformen eigentlich obsolet sind. Denn das Bekenntnis zur Kairoer Erklärung macht die arabische Charta der Menschenrechte eben so farce. Es ist eine juristische Mogelpackung, da über allen Grundrechten das geschärfte Schwert der Scharia schwebt. Und die Arabische Liga versucht hier eben die Quadratur des Kreises, denn Menschenrechte und Scharia können nicht Hand in Hand gehen, ob nun eine Sportgroßveranstaltung stattfindet oder nicht. Ich möchte kurz einen Auszug vorlesen, wo es eben um die Frauen geht, um die Frauenrechte in Katar. Men and women are equal in human dignity, in rights and in duties within the framework of the positive discrimination established in favor of women by Islamic Sharia and other divine laws, legislation and international instruments. Artikel 3. Punkt 3. Also die Stellung der Frau wird also als positive Diskriminierung beschönigt. Der von den USA geprägte Begriff sollte also ursprünglich benachteiligten Minderheiten der Bevölkerung durch eine Vorteilsgewährung gegen Diskriminierung schützen. Aber in der Scharia genießt die Frau eben keine Vorteile gegenüber dem Mann und eben nur Benachteiligung. Speziell im Erbrecht wird die Frau eben hier aus der Verantwortung genommen, indem sie nur die Hälfte erbt, was ihr männlicher Gegenpart erben würde. Genauso erschließt sich aus der Kairo-Erklärung in der arabischen Charta findet sich wieder, dass eben die Einschränkung der Meinungs- und Religionsfreiheit, wenn sie eben der Scharia widersprechen, also so besagt Artikel 30 Absatz 1 der 2004er Version der arabischen Charta, dass eben jeder Mensch das Recht auf Gedanken- und Meinungs- und Religionsfreiheit hat. Diese dürfen nur den gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen eben unterworfen werden. Und die gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen sind eben wieder die Scharia-Maßnahmen. Also man kann es drehen und wenden, wie man will. Es wird einfach nicht besser. Und Katar und seine Rechtsprechung entspricht nicht unserem Standard von Rechtsstaatlichkeit. Danke. Vielen Dank. Herr Michalski, bitte. Ja, danke sehr. Also wir haben erlebt, dass in China bei den Olympischen Spielen ein Regierungsvertreter, jemand, der auch im Organisationskomitee der Olympischen Spiele sitzt oder saß, drohen konnte, wer hier gegen unsere Werte und unsere Vorstellung von Recht verstößt, der wird bestraft. Das haben wir, oder wir in Anführungsstrichen, das hat das IOC unwidersprochen stehen lassen.
Wir werden in Katar erleben, dass LGBT-Katarer, katarische Frauen die Spiele nicht unbefangen genießen können. Es gibt innerhalb der Stadien eine Totalüberwachung, sodass es nicht möglich ist für einen Katarer, der vielleicht neben einem netten Holländer sitzt und der sein Regenbogenfähnchen wedelt, das auch zu tun, ohne dass er mit härtester Bestrafung rechnen muss. Es wird keine freie Berichterstattung geben. Es gibt den Fall zum Beispiel von Reportern des norwegischen Fernsehens, die festgesetzt worden sind, als sie dort recherchiert hatten. Wir haben noch im März berichten müssen von Arbeitern, die für eine Firma gearbeitet haben, die an WM-Projekten beteiligt ist, sind, dass die 5 Monate lang nicht bezahlt worden sind. Von der FIFA haben wir kein Wort gehört. Kein Wort der Kritik, kein Wort der Unterstützung der Menschenrechte. Und deswegen appelliere ich an Sie, an die Abgeordneten, dass Sie sich dafür einsetzen, dass Menschenrechte in den Sport mit einfließen, dass sie eine so große Rolle spielen, wie zum Beispiel der Gedanke an Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Es kann nicht mehr so weitergehen. Die großen Sportverbände müssen sich von Grund auf reformieren. Sie müssen transparenter werden. Es muss bessere Wahlen geben. Sie müssen einfach die Menschenrechtsrichtlinien, die sie sich selber gegeben haben, umsetzen. Und dafür brauchen sie die Motivation durch Sie, die Sie am politischen Hebel sitzen und auch am finanziellen Hebel. Nun ist die Euro 2024, findet hier in Deutschland statt. Und es ist immer ein bisschen peinlich, als Streber und Klassenbester durch die Gegend zu rennen. Aber es ist die Chance, hier in Deutschland zu zeigen, dass man die Menschenrechte auch oder gerade hier durchsetzen kann, um als Vorbild, als Leuchtturm zu gelten. Ich habe mir sagen lassen, dass es auch hier Probleme gibt in der Lieferkette und bei den Arbeitsbedingungen. Da müsste man noch mal reingucken. Und es wäre toll, auch wenn Sie da ein Auge drauf werfen könnten und entsprechend Druck ausüben können. Denn wenn es gelingt, hier eine squeaky, clean Europameisterschaft hinzulegen, kann man immer wieder darauf verweisen. Seht ihr, macht es auch so. Danke. Vielen Dank. Herr Klein, bitte. Vielen Dank. As with any other human activity, sport is governed by human rights. The core human rights instruments therefore apply to sport like all other fields of human activity. Das hat der UN Human Rights Council Advisory Committee 2015 gesagt. Die Bekämpfung von Integritäts- und Menschenrechtsrisiken im Sport muss also auf Basis der international anerkannten Menschenrechte geschehen. Der Ansicht war übrigens auch die jüngste Resolution der Europaratskonferenz der für Sport zuständigen Ministerinnen und Minister der Mitgliedstaaten, die explizit den Schutz der Menschenrechte in die Gestaltung sportpolitischer Leitlinien forderten. In Deutschland äußerte sich auch die Sportministerkonferenz der Länder 2020 ähnlich. Die Achtung der Menschenrechte bildet die Grundlage für einen integren Sport. Im letzten Jahr antwortet die vorherige Bundesregierung auf eine kleine Anfrage, dass sie von den Sportverbänden erwarte, dass diese unter anderem ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht in Einklang mit den UN Guiding Principles on Business and Human Rights genügen. Was ich damit zeigen will, ist, das ist Konsens. Ein integrer und wertebasierter Sport muss auf der Achtung der Menschenrechte basieren. Das ist eine Maßgabe, die sich eigentlich international durchgesetzt hat, national durchgesetzt hat, aber eben theoretisch und schlägt sich bisher kaum in der Praxis nieder. Und wir haben heute, glaube ich, auch genau diesen Konsens hier erfahren, dass die UN Guiding Principles, die UN Leitprinzipien Anwendung auf den Sport finden können. Und darauf aufbauend möchten wir einfach daran appellieren, dass es eben erstens diese Gesamtstrategie gibt, um die Menschenrechte zu schützen, um sie zu verwirklichen im Sport in Deutschland. Grundlage sind die UN-Leitprinzipien. Die Sportverbände und auch staatliche Stellen brauchen eine umfassende, eine kohärente Agenda auf beiden Seiten. Die Sportverbände brauchen Menschenrechtsstrategien, staatliche Stellen sollten ihre Hebel nutzen. Finanzierung, öffentliche Finanzierung an die Erfüllung von menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten knüpfen. Es gibt viele betroffene Gruppen
Spitzenathletinnen und Athleten gehören dazu. Im Spitzensport brauchen wir eine unabhängige Risikoanalyse, einen Menschenrechtscheck, um die menschenrechtlichen Risiken im Spitzensport zu erfassen und dann eine Grundlage zu haben, um zu handeln. Wir brauchen eine Neuaufstellung der Integritätsgovernance, dass es auch unabhängige Mechanismen für Betroffene gibt, sich an unabhängige Stellen zu wenden und dass Mechanismen umgesetzt werden, wo auch Abhilfe geschaffen werden kann. Wir glauben, dass der DOSB unter neuer Führung und auch die Bundesregierung, die Politik wirklich einen gewichtigen Beitrag in der kommenden Zeit, in der mittelbaren Frist vielleicht leisten kann, um die Menschenrechte im Sport national wie auch international zu verwirklichen. Und die heutige Ausschussanhörung war, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Beitrag hierzu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Klein. Frau Harvey, bitte. Thank you very much. I started with three things. I will end with three things. The first is set up it to the extent there's the ability to do so. Please set up an independent safe sport entity. This is absolutely critical to ensure that athletes and players are safe. When you drop off your child at school, you have an expectation about how your child is going to be safeguarded by the adults around that child. Do you have the same sense of security when you drop your child off in sport? The second thing is ask or require domestic sports bodies to publish a requirement. So make a requirement that a human rights policy and commitment be made. Don't make it an option, make it a requirement. They must have a human rights commitment and a policy. That means undertaking a risk assessment of the possible human rights harms that can be due to their activities. And you assess risk by talking to external stakeholders. I come from sport, including time at FIFA. Sport does not do well when it comes to engaging with external stakeholders like Human Rights Watch and others. So this is incredibly important because only then are you really going to understand how your activities and your policies in sport impact people. And this is what you're trying to protect. And then put in place a process of ongoing due diligence so that you understand how harm is being created and when it is, how you address it and provide remedy. The third thing is when bidding, when Germany has a desire to bring a sporting event to its country, regardless of whether or not the International Federation requires it, that there be a requirement that to host a sporting event of any kind, that there be an acknowledgement that the UN guiding principles apply, and require affirmatively that there be a human rights commitment and a strategy. Now you may say, and this, there was a question earlier about how do you get them to do this? This is hard. I've done it. I wrote the human rights strategy for the FIFA 2026 World Cup from Mexico, Canada, and the United States. That included doing a risk assessment acknowledging our risks. And I said, we have to talk about gun violence. We have to talk about the Muslim ban. We have to talk about forced disappearances of journalists in different parts of cities that might be hosting the event. This is possible to do. And there are guidelines. And I will say, for as much beating as FIFA has received today, and I acknowledge that, I received the human rights requirements from FIFA in 2017 to bid for the 2026 World Cup. And they are no joke. They are four pages of mouse print, acknowledging the UN guiding principles and setting standards, including Convention on the Rights of the Child, including the ILO conventions, including many things that fill the gap between domestic legislation and international human rights standards. So this is possible, and we at the Center for Sport and Human Rights are here to help sport and governments do just that. Thank you. Vielen Dank. Herr Burkhardt, bitte. Herzlichen Dank. Ich möchte mich noch mal ganz explizit bedanken, dass wir heute allgemein zu Menschenrechten und Sport gesprochen haben, auch wenn der Fokus wieder immer mal stark auf die Sportgroßveranstaltungen ging. Ich hoffe, dass die Verankerung dieses Themas auch weiterhin so allgemein erfolgt und dass
auf allen Ebenen und ohne dabei zu überfordern, auch Ansätze gefunden werden, wie im Verein und auf niedrigster Ebene die Menschenrechte verankert und geachtet werden können im Sport. Dazu ist sicher wichtig, der Dialog mit allen relevanten Akteuren, den zu führen und zu beginnen, fortzusetzen. Auch mit denen, die heute nicht hier waren, wird das sicher erfolgen. Wir als ZMS möchten dazu auch beitragen, werden einen runden Tisch nach der Sommerpause ausrichten, wo wir uns mit einem Policy Paper befassen wollen, das wir in Kürze veröffentlichen werden, zum Thema Menschenrechte und Sportgroßveranstaltungen, weil dieses Thema eben dieses Jahr eine große Rolle spielt und weil es in viele Bereiche der Politikgestaltung ja auch hineinragt, die eine Rolle spielen wird in Zukunft. Der Koalitionsvertrag legt das dar. Die Sportförderung soll mit neuen Kriterien versehen werden. Da kann man die Menschenrechte gut noch hinzufügen. Die Anforderungen an Vergabe und Ausrichtung soll sein, dass eine strikte Anwendung der UN Guiding Principles erfolgt für Sportgroßveranstaltungen. Und das Lieferkettengesetz wird gegebenenfalls verbessert. Das könnte auch den Sportbereich berühren oder jedenfalls so rum gedacht werden, dass der Sport hier mit berücksichtigt wird. Im nationalen Aktionsplan, der derzeit überarbeitet wird, sollte der Sport in jedem Fall auch Erwähnung finden und auch auf seine Besonderheiten, nämlich die Vereinsstrukturen etc. eingegangen werden. Das ist sicher nicht immer leicht. Es erfordert nämlich auch interministerielle Kooperation. Und da hatte ich schon selbst meine Erfahrung mit. Das ist nicht immer einfach. Aber dass die Bundesregierung plant, das BMI eine Konferenz zum Thema ja auch im Juni. Es geht also etwas los. Deutschland hat ein großes, bislang oft wenig oder nicht so viel genutztes Potenzial, mit im Bereich eigenen politischen Handelns Präzedenz zu schaffen. Das hat sich gezeigt beim Lieferkettengesetz allgemein für den Bereich Wirtschaft und Menschenrechte. Und das kann auch in anderen Bereichen jetzt folgen. Die Vorbildrolle durch eigene Vorgaben ist eine wichtige im internationalen Rahmen. Es kann aber auch durch eigene internationale Sportveranstaltungen Präzedenz gesetzt werden. Die Euro 2024 bietet sich an, aber da sind sicher auch noch Ungewissheiten und eine Herausforderung, das zu tun. Auch der deutsche Einfluss auf diplomatischem Niveau ist sicher gegeben. Thomas Bach ist ein Deutscher und da gibt es sicher auch Berührungspunkte. Deutsche Organisationen des Sports haben sich auch selbst, zum Beispiel der DFB, in seiner Menschenrechtspolicy verpflichtet, in internationalen Organisationen des Sports sich einzubringen für stärkere Achtung der Menschenrechte. Und das ist auch ein wichtiger Ansatz und der Austausch mit diesen Organisationen wird ja sicher erfolgen. Schließlich, es besteht ein großer Wille von uns als ZMS und auch mir persönlich die Bereitschaft, hier die geeigneten Ansätze mit zu überlegen und Anstöße zu geben dazu. Wir werden das, wie gesagt, mit einem Policy Paper und tun in Kürze und mit der Stellungnahme haben wir hoffentlich dazu auch schon etwas beigetragen. Ich kann Ihnen jedenfalls versichern, die Ideen gehen uns so schnell nicht aus, um die Stärkung von Menschenrechten im Sport insgesamt voranzubringen. Und ich hoffe, wir bleiben dazu weiter im Austausch und in Kooperation. Herzlichen Dank für die Einladung und für die spannende Diskussion. Vielen Dank, Herr Bergheim. Herr Borchow, bitte, Sie haben das Wort. Ich hatte Ihnen an anderer Stelle gesagt, dass wir bei den Sportgroßveranstaltungen, namentlich den Olympischen und Paralympischen Spielen, bis 2032 in den Austragungsländern keine Probleme haben wie in Schurkenstaaten oder was Menschenrechtsverletzungen angeht. Trotzdem werden weiterhin Sportgroßereignisse wie Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, World Cups und anderes in Ländern stattfinden, die nach wie vor in der Skala der Verletzung der Menschenrechte weit oben stehen. Und da muss man eben auch entsprechend wachsam sein. Es gibt international wie national zarte Pflänzchen. Die müssen ja auch erwähnt werden. Die norwegische Fußballpräsidentin hat auf dem FIFA-Kongress unmissverständlich Infantino die rote Karte gezeigt und sagt, da gehört sowas nicht hin. Das hat es in der Geschichte der FIFA noch nie gegeben, dass man A an der sogenannten Obrigkeit und B in dieser Deutlichkeit das machte. Der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat auch mit einer bisherigen Beispiellosigkeit offen die Diskussion der Entschädigungszahlungen für in Katar getötete Arbeiter auf
der Familien der getöteten Arbeiter auf den Weg gebracht. Das heißt in der Konsequenz, wir brauchen weiter den gesellschaftlichen Diskurs, den Sie hier, wie ich nach wie vor finde, beispielhaft in Gang gesetzt haben und nächst vielleicht noch mal mit dem Sportausschuss zusammen, aber das haben Sie ja gesagt, dass Sie das vorhaben. Aber ich muss hier auch sagen, Menschenrechtsverletzungen gibt es auch bei Parteien. Man muss ja immer sagen, wenn man irgendwo hinzeigt, kommen ja auch mehrere Finger zurück. Und wir wissen alle, und für die meisten hier im FDP-Saal ist Asyl zum Beispiel ja auch ein Menschenrecht. Und wer dieses Asyl subtil und verabscheuungswürdig unterläuft, macht sich Menschenrechtsverletzungen schuldig. Und ich habe jetzt im westdeutschen Fernsehen, ich mag es nicht glauben, Herr Braun, Sie werden hören, was jetzt kommt, ob es wirklich richtig ist, dass eine Partei, die auch in diesem Bundestag sitzt, in ihren Reihen Fluchblätter und Plakate gezeigt hat, wo drin steht, Abschieben schafft Wohnraum. Das ist nicht tolerabel, das ist einfach pfui und ich erwarte hier eine Distanzierung. Vielen Dank, Herr Beuchern. Ich möchte mich jetzt im Namen des gesamten aller Mitglieder des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe ganz herzlich bei allen Damen und Herren Sachverständigen dafür bedanken, dass Sie unsere Einladungen angenommen haben oder den Einladungen gefolgt sind. Ich danke Ihnen für den für uns sehr wichtigen Austausch. Allen Damen und Herren, allen, die in Präsenz oder digital teilgenommen haben, danke ich für die Teilnahme und ich wünsche allen einen erfolgreichen Rest des Tages und schließe hiermit die Sitzung. Vielen Dank.